So, eine neue Folge, Junger Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Andi Babler. Andi, was machst du? Ah, jetzt ein äh, SPÖ-Vorsitzender in Österreich. Was ist der äh, SPÖ-Vorsitzende? Ist das was wie der SPD-Vorsitzende hier? Ja, so ähnlich. So, wann bist du das? Ah, jetzt äh, seit Juni. Warum, warum wolltest du das werden? Ja, verändern, aufbrechen, was Neues. Ja, das sagen sie ja alle. Ja. Woher wo, wo, wo wissen wir, dass du das meinst? Ja, ich glaube, meine Lebensgeschichte spricht dafür, dass ich einfach äh, Dinge ganz anders denke. Aber auch mache, das ist ja, das auch ja, mache, das, das ja. Ist ja die Frage. Wir hören ihn gerade. Alles gut? War am Anfang kurz kein Ton. jetzt ist er da. Okay. Äh, warum ist Juni, warum ist das nicht schon länger? Ja, im Juni hat sie ihr Zeitfenster aufgeben, äh, aufgemacht, zum ersten Mal eine Möglichkeit zu haben, sozusagen auch als Kandidat der Basis kandidieren zu können. Habt ihr die Basisabstimmung gemacht? Ja, es war Basisbewegung. Zum ersten Mal in der Geschichte hat sie auf, auf einen Streit von anderen zwei Personen ein Zeitfenster aufgegeben, wo eine Mitgliederbefragung äh, angesetzt wurde. Und man hat nicht damit gerechnet, dass da jemand kommt, der ohne Unterstützung von Landesparteiapparaten, Hinterzimmern äh, und ich war selber überrascht, muss ich dazu sagen, äh, Chance hat zu kandidieren. Und schlussendlich, äh, drei Monate später, am Schluss dieses Prozesses, war ich Parteivorsitzender. Aber warum warst du überrascht? ja weil das einfach in der Sozialdemokratie war es unvorstellbar irgendwie dass es nicht so läuft wie immer dass verschiedene Machtzentren die in den Bundesländern in den Parteibüros sitzen und sozusagen dann Machtpolitik machen mhm. auf einmal in einer Mitgliederbefragung sie wiederfinden die eine ganz neue Dynamik kriegt nämlich dass Mitglieder sich selbst ermächtigen, jemanden zu wählen den sie zutrauen ganz anders zu dicken aber warum haben die Machtzentren das dann zugelassen die Mitglieder sie wollten damit sie wollten eine Abstimmung zwischen diesen Beiden damals existierenden äh, politischen Machtzentren in der SPÖ organisieren und zu so einer Entscheidung bringen. Und auf, jemand kommt, äh, auf einmal kommt jemand Dritter und äh, kommt sozusagen als Kandidat der Mitglieder. Haben, haben Sie sich darüber geärgert? Ja, schlussendlich sicher, ja. Äh, und gehörst du auch zu irgendeinem Machtzentrum? Nein, eigentlich nein. Ich komme als, als Kandidat, der durch Mitglieder selber gewählt wurde. Es ist ziemlich neu in der Sozialdemokratie. Und äh, eigentlich sehr erfrischend gewesen, aber es war wirklich überraschend, also auch für mich selbst. Wir haben begonnen, musst du dir vorstellen, äh, in einer kleinen Gruppe von Menschen, die zu Hause auf Küchentischen gesessen sind und äh, mit Zoom-Konferenzen. Ja. Das war mein gesamtes Kampagnenteam und äh, mit dem haben wir gestartet in diese Mitgliederbefragung und haben wir hat es Dynamik gegeben. Ja, mit viel, mit viel Schweiß, mit viel Herzblut und lustigen Anekdoten aus der Geschichte. Also, äh, ich habe ja keinen Apparat gehabt. Ich bin mit dem alten kleinen Auto meines Vaters gefahren, mit Freiwilligen, die mit mir mitgefahren sind hm. und äh, mitorganisiert haben. Ja, und Basisgruppen, die äh, Veranstaltungssäle irgendwie oder Plätze organisiert haben. Also, es war wirklich eine spannende Zeit und am Schluss hat es eine Dynamik gegeben. Ja, ja aber. Bei der Mitgliederbefragung hast du ja nicht den ersten Platz gemacht, ne? Nein, den zweiten Platz. Also, es waren alle ziemlich gleich. Ich glaube, wenn ist es noch richtig im Kopf von 2,5 oder 3 Prozent. Ja. Aber, aber warum aber bist du dann zum Vorsitz gewählt worden? Wenn wenn die Mitglieder entschieden haben, dass du nur Platz zwei bist? Naja, wenn man es real sieht, wäre wahrscheinlich eine Endabstimmung zwei Drittel zu ein Drittel ausgegangen, also aus der politischen Einschätzung. Darum war unsere Position ja eigentlich, dass man demokratischer Wahl einfach fertig erledigt, so wie man das bei jeder Schulsprecher- oder Klassensprecherinnenwahl hat, Aha. dass man dann eine, eine richtige Entscheidung hat, das heißt eine Stichwahl macht unter den besten beiden, um Klarheit zu haben, auch in der Sozialdemokratie. Ist ja nicht lustig, wenn ein Drittel, Drittel, Drittel rauskommt. Und, und dann hat es nochmal eine Entscheidung gegeben, die das verhindert hat. Also meine Forderung wäre gewesen und der damalige Parteiverstand hat entschieden, man sollte es doch doch auf einem Bundeskongress machen, also bei uns Bundesparteitag. Und dort war die Einschätzung natürlich auch, da sind wieder Funktionäre gesessen und Funktionärinnen und die Einschätzung war eigentlich auch dort, und dass wir da keine Chance haben. Wir. Ja, natürlich die Delegierten über die Landesparteien bestimmt werden und so weiter, aber es hat dann auch dort eine Dynamik gegeben, die schlussendlich zu einer knappen Mehrheit äh, geführt hat. Und jetzt zum zweiten Partei, da war die Mehrheit dann schon knapp 90 Prozent, da ist dann schon gegangen. Das war, das war jetzt ein halbes Jahr später, aber mhm. ich, ich erinnere mich, äh, gab es da nicht dieses skandalöse... Äh ja, ja, Excel-Verwechslung, die sprichst du an. Ja, ja. ja die, What die, the fuck, wie kann denn sowas passieren? Ja, historisch, äh, ich es mit Humor, aber es war natürlich nicht leicht, äh, so einfach... Äh eine Missinterpretation der Computerergebnisse gegeben, die Streichungen gezählt haben und nicht positiv stimmen. Und dann ist halt 53 zu 47, glaube ich, ausgegangen und es war genau umgekehrt. Und äh, dann große Verwirrung, Nachzählen äh, der Stimmen und zwei Tage später ist dann ein anderes Ergebnis festgestanden. Ja, halt, nehme es mit Humor. Also die SPÖ-Kampagne wird da wahrscheinlich nicht lauten, mit uns können Sie rechnen oder so, aber ja, ist so. Aber wie kann sowas passieren? Hat, ja, das hat, fragt die Leute, die das damals organisiert haben. Also hast du die alle rausgeschmissen? Ja, die sind autonom von den Ländern organisiert worden, aber die Wahlkommission schaut ganz anders aus jetzt. Ja. Vielleicht braucht ja irgendwie künstliche Intelligenz, die das mal dann... Ja, ich glaube, ein Rechenschieber wird reichen eigentlich. Aber wie, wie, wie kann das sein, dass es zwei Tage unentdeckt bleibt? Ja, es ist unglaublich. Also mich kannst du nicht fragen. Ich bin ein Produkt äh, dessen, das äh, dann sozusagen äh, nachgezählt worden sind. man muss die Generation vor mir fragen. Yes. Du, hast, du hast also zwei Tage lang gedacht, dass du verloren hast. Ja, genau. Aber ich war recht stolz, weil ein wahnsinnig starkes Ergebnis, mit dem niemand gerechnet hat am Parteitag reingefahren mit 47 Prozent. Das ist, weil die SPÖ kennt, das ist eine, bis dorthin eine sehr strukturkonservativen Logik, die auf Parteitagen herrscht. Eigentlich ein Riesenerfolg. Also ich habe gerechnet, dass ich da ein Drittel der Delegierten haben kann. Das war ähm, ein Riesen, eigentlich schon ein großes Zeichen der Sozialdemokratie. Und dann zwei Tage später ja, hat sich mein Leben radikal verändert. Was war die erste Reaktion. Wie, wie, wie hast du das erfahren? Ich bin in, in einer Ausschusssitzung gesessen und die damalige Wahlleiterin, Vorsitzende der Wahlkommission, hat SMS geschrieben, ich muss dringend telefonieren. Ich habe sie immer weggedrückt, weil ich in einer Ausschusssitzung war. Und dann ist es immer dringlicher geworden und ich bin dann rausgegangen. Und dann hat sie mir das kurz erzählt in zwei Sätzen, natürlich völlig, völlig obskur gewesen bei mir. Und bin dann wieder reingegangen in die Ausschusssitzung, habe sie fertig gemacht und äh, dann hat es noch 10 15 Minuten gedauert dann bin ich raus mit einer Kollegin und äh, dann haben die Dinge ihren Lauf gefunden und ich habe dann äh, mich dort getroffen in einem Büro von einer meiner Kampagnenmitarbeiterinnen und so dann sind wir zum äh, Supermarkt um die Ecke schnell und haben einen Einwegrasierer gekauft und äh, ich habe mir dann um, auf der Toilette dann schneller rasiert und irgendwie äh, eine Pressekonferenz gegeben, dass wir alles nochmal nachzählen und reell beglaubigen lassen, dass das alles Hand und Fuß hat, aber das war so die Geschichte, <laughs> äh, die natürlich... Äh, wie gesagt, mein Leben verändert hat, aber natürlich jetzt ein bisschen mit Abstand auch humoristisch gesehen wird von mir. Wie, wie hat sein Leben verändert? Ja, ganz anders. Es ist schon große Verantwortung. Sie ist, ich habe mich immer mit Partei und Parteiengeschichte natürlich stark auseinandergesetzt. Und es ist schon auch ein Respekt vor dem Amt. Ich bin der 13. Parteivorsitzende in einer Geschichte mit weit über 130, bald 140 Jahren in der Sozialdemokratie, blicke manchmal auf diese Bilderwand, weiß sozusagen, was die politischen Wegsteine waren, die manche auch unter ihrer Vorsitz Tätigkeit uh, umgesetzt haben, also schon großer Respekt vom Amt, aber jetzt auch die Chance uh, auch zu spüren, was man für Dynamik uh, auch uh, auslösen kann und, uh, und, und ich habe Lust auf Politik, ganz neu denken. Ist der SPÖ-Vorsitzende automatisch der Kanzlerkandidat? Ja, wir haben schon gewählt. Also äh, es gibt einen Bundesparteitagsbeschluss ja. eben, diesen Knappen, wo die Frage kombiniert worden ist damals, nicht von mir, es war die Spielregel des alten Vorstands, äh, Vorsitzender und Spitzenkandidat gleichzeitig zu wählen in einer Wahl. Also bist du jetzt auch der Kanzlerkandidat? Ja. Und? Ja, ich schon find. aufgeregt, nächster Kanzler werden zu können? Ja, ich, ich finde, also, es überwiegt irgendwie so die Lust am Gestalten. Und äh, ich habe schon viele Wahlen natürlich in meinem Alter mitkampanisiert. Äh, Manchmal bin ich vorne gestanden auf kommunaler Ebene oder habe Kampagnen gehabt. Das ist eine von vielen Wahlen, aber es ist natürlich eine sehr wichtige Wahl in meinem Leben. Bist du jetzt eigentlich der erste SPÖ-Chef, der kein Machtzentrum hinter sich hat? Nein, ich habe ein ganz neues und, und ich finde ein qualitativ sehr hochwertiges, nämlich Mitglieder. Wir haben nämlich einen großen Erfolg gefeiert in dem ersten halben Jahr, dass wir äh, eine Frage, die normalerweise Niemand außerhalb der Partei interessiert, aber in der SPÖ eine sehr große wichtige Frage war nämlich das Statut, also die demokratischen Spielregeln bei uns, äh, verändert und durchgesetzt, dass in Zukunft die Parteivorsitzenden direkt gewählt werden. Mhm. Unmöglich. Zwar meiner direkten Vorgänger Christian und äh, Pamela sind wirklich klar, <laughs> kläglich gescheitert in dem Versuch, nur etwas in diese Richtung zu äh, bewegen. Und äh, wir haben es durchgesetzt mit einer Zweidrittelmehrheit, die notwendig dazu war am Parteitag. Das heißt, in Zukunft äh, wird der Parteivorsitzende direkt gewählt. Und das, glaube ich, ist, äh, wenn man das so wenn man so will, das Machtzentrum diskutiert, ist eine äh, neue Qualität. Also die Macht liegt jetzt direkt bei jedem einzelnen Mitglied. Ich, ich habe gefragt, weil du vorhin meintest, du bist derjenige ohne Machtzentrum. So ein Na, damals, so ein historisch, so ein... bin ich angetreten, okay. ohne sozusagen aus den bürokratischen Unterstützungen der Büros und Hinterzimmer aus den Landesorganisationen. Und jetzt haben die Mitglieder das Wort. Und für das habe ich immer gekämpft, seit meinen Jugendorganisationstagen, dass die Demokratisierung der Partei startet. Und jetzt ist sozusagen das, das ist jedes einzelne Mitglied mit One Vote. Einfach Teil einer direkten Entscheidungsstruktur. Und das finde ich gut. Aber können die Mitglieder jetzt nur den Parteichef wählen oder können die jetzt auch noch andere Sachen wählen? Keine Ahnung, Grundsatzprogramm, Wahlprogramm? Nein, das ist der erste Schritt war tatsächlich durchzukämpfen. Hat viel Kraft und ähm, viel, äh, viel Arbeit gekostet. Also das ist der erste Schritt. Also Parteivorsitz, was natürlich schon eine wichtige Funktion ist, also den können jetzt Mitglieder wählen. Auf ewig. Was ist mit dem Rest des Vorstands? Es gibt ja wahrscheinlich irgendwelche Leute, die dich ja nicht mögen, was ich so gehört habe. Hm. Werden die auch per Mitgliederbefragung gewählt? Nein, nur der Vorsitzende. Ja, also warum, diese warum die anderen nicht? Ja, es ist eine maßgebliche Entscheidung. So ein das gehört ja auch zur Demokratisierung der Partei. Wenn du wenn's mich fragst, würde wahrscheinlich vieles noch zur Demokratisierung gehören, aber ich glaube, das war der wichtigste Schritt, sozusagen aufzumachen. Ja, das war der Daher nächste das, Schritt, oder? Der nächste Schritt wird sicherlich sein, dass wir über Demokratisierung auch noch denken, wer die Delegierten sind, wie die basismäßig gewählt werden, wie Wahlkreislisten noch äh, demokratischer gestaltet werden können. Also ich glaube, da gibt es noch eine große Luft nach oben. Was stellst du dir davor? Ja, ich glaube, dass man in diesen beiden Bereichen. Also Delegierte tatsächlich äh, und Mandatsträgerinnen auch äh, basisdemokratisch abstimmen sollen. Was ist Rest des Parteivorstands? Ja, der ist Teil natürlich auch. Okay. Gibt es dann die Hinterzimmer noch bei euch? Ja, sicherlich gibt es sie noch, aber heute halt in einer neuen Rolle, dass sie heute halt, äh, auch in der Frage des Parteivorsitzes weniger Entscheidungsgewalt haben. Ja, aber es gibt ja dann immer noch quasi... Politik an sich, wie das so läuft, was man so mitbekommt. gibt ja auch noch einige, die immer wieder gegen dich schießen und so weiter. Mhm. Ja, das ist jetzt keine Überraschung. Also, ich mein, ich hab schon Kein, gewusst, keine Überraschung? Ich habe schon gewusst, dass das ein hartes Match wird. Ja. Du irgendwie bei der, äh, vor deiner Wahl hast du irgendwie versprochen, dass wir wegkommen von mhm. den Hinterzimmern, von den Streitigkeiten. Ja. Scheint so es bisher nicht geschafft zu haben? Ja, nicht, nicht bei allen. Schau mal, wir haben, wir haben zwei Dinge dazu. Also unbestritten gibt es natürlich noch immer sozusagen Querschüsse, die über Medien gespielt wird, hauptsächlich. Und äh, die auch in den Boulevardmedien noch äh, großes Echo immer erfahren und die sich auch sehr freuen, wenn da äh, Halbsätze kommen, die sie ja dann größer natürlich auch verwerten können. Und gleichzeitig sind es immer die fünf oder sechs äh, gleichen, von der die Richtung kommt. Und wir haben 165.000 Mitglieder, also insofern die. Muss man aushalten in einer Mitmachpartei, dass man mit denen umgeht. Also, ich sehe da jetzt keine große Aufgabenstellung. Aber mir ist schon klar, also wenn man die Partei so auch anders denkt und wie, wie ich es gerade vorher gesagt habe, ein anderes aufstelle, dann wird es Reibereien geben. Das ist ja in der Natur der Dinge. Wenn man groß umwälzt, auch in der eigenen Partei, wird es Widerstände geben. Aber kannst du nicht dafür sorgen, dass die fünf, sechs Leute, von denen du sprichst, da aufhören? Ja, wir, haben wir haben ein demokratisches Statut. Ich bin ja froh, dass der Vorsitzende nicht alleine entscheiden kann, ob er irgendjemanden ausschließt oder, oder irgendjemanden ausregelt. Gehört zu einer demokratischen Spielwiese. Stellt euch mal vor, die, aber, wenn aber aber mal die, schaden, die schaden euch doch quasi. Wenn ja, so, Guck mal, der, die äh, schießt schon wieder gegen den Andi. Hast du recht. Ja, sehe ich auch so und ich glaube, es wird weniger und es wird vor allem weniger, äh, sage ich jetzt mal gern gesehen innerhalb der Partei. Ich glaube, dass die in den letzten zwei Monaten, wenn ich das richtig gesehen habe, die haben sie eigentlich schon sehr stark selber isoliert, sind sehr stark selber unter Druck gekommen. Also nicht ich. Hm. Ich habe die Schlagzeile zwar gelesen, aber unter Druck sind sie gekommen, wenn man das einfach nicht tut und wenn wir haben eine Wahlauseinandersetzung zu tragen, wir sollen sozusagen möglichst Kräfte bündeln in der Organisation. Also insofern gibt es schon einen gegenteiligen Effekt, aber ich werde damit leben müssen, dass es Stimmen von außen. Gegeben hat. Ich war selber einer, der oft Kritik geübt hat in meinem politischen Leben an Vorsitzenden. Es, gibt, es war eine Phase von zweieinhalb Jahren, wo das wirklich schon sehr persönlich zwischen den beiden Lagern, die vor mir waren, ausgetragen worden ist. Und es wieder in Zukunft kritische Anmerkungen geben, mit dem werde gut umgehen können. Ich hatte jetzt mit, mit ein paar Leuten gesprochen, die, wir waren ja auch schon mal bei euch. Irgendwie, ich, hab, ich hatte so früh mitbekommen, es gibt halt so den, bei SPÖ so den, den alten Parteiadel, mhm. nenne ich das sind mal so die alten Wiener Granden und so weiter. Sind, sind die deine Freunde oder deine. Boah, das, heißt, sind das, das deine Gegner? Also, was Hat ein bisschen Partei, was von Wiener Hof, so von früher, von vor 100 Jahren? Ja, es ist nicht nur Wien. Wir haben ja, wir haben ja coole, ältere Genossinnen und Genossen auch in den Bundesländern. Also, es ist nicht Wien. Und äh, es gibt äh, sehr viele, mit denen ich reflektiere und mich ernsthaft austausche und die Interesse haben in der Sozialdemokratie. Und es gibt manche, die es sozusagen auch aus ihrer Sicht noch kommentieren. Also es gibt beides. Und ich habe einen guten Austausch mit den ehemaligen Bundeskanzlern, wenn ich mich über Europafragen austausche oder über sonstige Grundsatzfragen. In einem sehr engen Dialog, ich bin mit ehemaligen Ministerinnen und Ministern vor allem sehr gut, die jetzt auch in meinem Netzwerk auch mitarbeiten, aber eine inhaltliche Expertise, Erfahrung, diplomatische Ansätze brauche. Also habe ich eigentlich ein sehr starkes Team, die gut mit mir zusammenarbeitet und dann hast du halt andere Charaktere. Aber ich beschäftige mich ja mit den positiven Dingen im Leben. Ja, aber mit den negativen muss man sich halt auch auseinandersetzen. Alles klar, ja, kein Problem. Gibt es Leute, mit denen du nicht redest, außer Partei? Ja, sicher einige. Wer ist das so? Alte. Alte? Ja, manche, die grantig sind, manche, die pff, irgendwelche andere Geschichten, aber ich mache Politik eigentlich. Ah. Äh, erzähl mal was von dir. Wo, bist du bist 73 geworden. Ja, stimmt. Wo, 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 kommst du nicht aus Wien? Nein. Wo, wo kommst du her? Erzähl mal. Ah, ist eine Kleinstadt. Also für deutsche Verhältnisse in Österreich gehört schon zu den Top 30 in der Einwohnerstärke. 20.000 Einwohner. Oder ja, oder so. so knapp drüber jetzt mittlerweile. Und ist ist es kein, keine Kleinstadt bei euch? Nein, bei uns in Österreich bist du schnell unter den Top 20, 30. Ja. Also okay, okay. Es ist anders. Also nach den großen drei geht es dann schnell bergab in der okay. Einwohnerstatistik. Ja, es ist eine typische Industriestadt, also eingebettet in die österreichische Industriegeschichte. Das, das ist so das südliche Wiener Becken bis in die Steiermark, Uramürzfurche mit Großindustrie, mit einer klassischen Industrialisierungsgeschichte ehemalig mit wahnsinnig vielen Industriearbeitsplätzen und auch den Wohlstand, den sozusagen dann Städte meistens sozialdemokratisch geführt, sozusagen auch aus dieser Wertschöpfung heraus für ihre Kommunen mit aufbauen haben können. Und so ist auch meine persönliche Lebensgeschichte eingebettet in ein großes Reifenwerk mit tausenden Beschäftigten und meine gesamte Familie bis zur Großvatergeneration war halt bestimmt da durch dieses Reifenwerk. Semparit, das war die Reifenmarke, die sehr bestimmend war. Mhm. Und ja, und in dieser Arbeiterfamilie bin ich dann aufgewachsen mit, mit Werkswohnungen, dass man sich heute halt nicht mehr so vorstellen kann, die direkt sozusagen den, den Arbeiterfamilien zur Verfügung gestellt worden sind. Mhm. Aber einen wahnsinnig starken Betriebsrat mit roten Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die viel für uns durchgesetzt haben. Mit einer super Krankenkasse, mit hohen Leistungen, mit Freizeiteinrichtungen. Wir haben ein eigenes Schwimmbad gehabt, das Arbeit der Kinder. Das heißt, also wir haben echt Möglichkeiten gehabt, äh, eigentlich als Arbeiterfamilien zu kommen und voll am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Eigene Urlaubsheime. Also, ich kann mich erinnern, dass es uns möglich gemacht worden ist, als Arbeiterfamilien auch zweimal im Jahr auf Urlaub zu fahren, weil dieser Konzern oder diese Fabrik einfach eigene Erholungsheime gehabt haben, mhm. die sehr günstig halt uns angeboten haben, auf Urlaub zu fahren. Also, ich war öfters in kleinen Ortschaften, weil halt dort ein Erholungsheim war, das im Brit und hat mich stark geprägt. Also, gut organisiert, gut. Äh, um Arbeiterrechte kämpfender Betriebsrat, der uns viel ermöglicht hat und mir persönlich auch viel ermöglicht hat. die ganze Familie hat da gearbeitet? Ja, die Männer auf jeden Fall, aber auch Tanten von mir. Meine Mutter, nicht. Meine Mutter hat eine andere Geschichte gehabt. Was hat Mama gemacht? Die war ja, in einer Kuranstalt, heute würde man sagen, in, in, in der Zimmerreinigung, im Service, also Dienstmädchen war dieser, dieser blöde Begriff von früher. Also wenn ich war nicht Hausfrau, ich habe, ich habe viele Politiker Na, aus dem Alten Westen, da waren, da waren die Aber Mama es hat mich Hausfrau. auch geprägt und auch heute noch politisch geprägt. Da die Geschichte meiner Mutter, ich kann mich erinnern, äh, wenn man krank war, dass sie Druck kriegt hat, dass sie trotzdem arbeiten gehen hat müssen, wenn ich krank war. Oder Probleme, die hat mir manchmal in ihrem Dienstmädchenzimmer verstecken müssen, während sie gearbeitet hat und hat dann alle anderthalb Stunden nachgeschaut, ob, eh, ob eh alles funktioniert. Also es war schon also eine Frage, dass man hat, Kinderbetreuung, Rechte von Arbeitnehmerinnen und so weiter. Gab es früher nicht, oder was? Ja, nicht, nicht auf dem Standort. Und das war wirklich noch prägend. Also ich kann mich noch auf einige Szenen erinnern aus der Zeit. Zum Beispiel? Ja, eben. Die Episode sozusagen mich mitnehmen zu müssen und dort in ihrem Zimmer sozusagen geheim halten zu müssen, dann nachschauen zu müssen. war schon eine Situation, die ich heute noch sehr oft abrufen kann. Hast du das, hast du das verstanden als Kind, dass das jetzt geheim bleiben muss? Ich ja, also weiß wie alt die war, aber ich habe die Szene einfach nur gespeichert, dass ich da halt war und dass meine Mutter sozusagen auch einen Stress gehabt hat, mich mal nachschauen zu müssen, ob eh alles gut ist. Ja. Was hat Papa bei der Reifenfirma gemacht? Der hat angefangen mit einer typischen Maschinenschlosser-Karriere mhm. und hat sich dann in der Firma hochgearbeitet, war dann in der Arbeitsvorbereitung und später Leitender hat So über die 40 Jahre, die in dieser Firma tätig war. 40 Jahre. Äh, ja, über 40 Jahre. Ja. Der, hat, der war sehr betrübt damals, kann ich mich erinnern, wie am Schluss sozusagen die schlechte Episode gekommen ist, wie sind gekauft oder verkauft worden mhm. an einen deutschen großen Konzern, Continental. Und dann ist die Tragödie losgegangen. Also wir haben nahe erlebt, wie es ist, so am Familientisch zu sitzen, dadurch, dass die ganzen Familien fern und überhaupt die Stadt immer sehr stark diese Semperit-Geschichte fabriksmäßig am Tisch gehabt hat, wie es dann losgegangen ist mit den Kündigungen, nicht zu wissen, ob du in der nächsten Etappe dabei bist, wenn die blauen Briefe kommen. Und meistens sind sie knapp vor Weihnachten kommen Das war so über die Jahre, nicht zu wissen, was für eine Kündigungswelle man dabei ist und dann natürlich Arbeitskämpfe zu erleben und und vielleicht prägt es mich auch deswegen so stark, dass ich mir gedacht habe, dass es keine Politik gibt, die sozusagen die Bedingungen einfach festsetzt, dass es nicht möglich ist, dass man da sozusagen Arbeitslosigkeit produziert, Dinge auslagert und äh, schlechten Bezahlungen, also Stichwort, damals hat es Globalisierung, aber nur etwas, eine reine Auslagerungspolitik, mhm. dass man eigentlich auch Gewinne gemacht hat und trotzdem untereinander die Werke in Europa ausgespielt hat, also uns Sparpakete vorgegeben hat, wenn man die eingehalten hat, dann ist nach Deutschland gegangen und hat gesagt, in Hannover muss genauso gesperrt werden, werden. Und wenn ihr das nicht erreicht, dann sperren wir euch zu. Und dann ist es nach Schweden, nach Gislerwett gegangen, nach Hersthal in Belgien. Also untereinander das zu spüren, wie, wie schäbig dieser Kampf war. Und gleichzeitig halt äh, zu erleben, auch die Ohnmacht der Politik in diesen äh, Dingen einfach äh, Regeln zu setzen. Das ist halt der real, real existierende Kapitalismus, Andi. Ja, also so aber, so läuft das halt. ja, aber es ist schon die Politik, die Regeln machen kann. Ja. Was hat die Politik da machen können? Ja, ganz genauso wie man es jetzt erleben, es ist nichts anderes, wenn man heute halt, über Penko unterhalten, also dass man einfach die Regeln macht, dass man da, wenn man zusperrt, Arbeitslosigkeit produziert, wenn man Stiftungen finanzieren muss, wenn man sozusagen nicht nur die Arbeitsplätze an sich, verliert, da hängen ja Familien dran, da hängt Zulieferindustrie dran, da hängen kleinere und mittlere Unternehmen dran dass es dann einfach nicht so ist, dass man dann Produkte produziert und dann straffrei einfach wieder einführen kann und sozusagen dann noch mehr Geld machen kann, wenn man es hier teuer verkaufen kann. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, wo man gesetzlich einfach eingreifen kann, so wie man es bei Benko jetzt erleben, wo ich immer denkt, es kann ja nicht sein, dass jemand so viel Schaden anrichtet, dem Staat, uns allen. Ganz privat, jedem Steuerzahler, jeder Steuerzahlerin und dann eigentlich völlig unbeschadet rausgeht und dann nach wie vor privat äh, zig, zigfacher Millionär bleibt, ohne dass man im Insolvenzrecht da zurückgreift auf das eigene Vermögen, das da angeschäffelt worden ist, ohne dass man diese Firmenkonstruktionen für die Zukunft einfach miteinander ein Insolvenzrecht regelt. Das sind Dinge, die ich nicht verstehe und Dinge, die man einfach lösen kann. Also das Primat der Politik ist schon eigentlich über den sogenannten freien Markt zu stören. Das ist eine Grundüberzeugung von mir. Der Benko ist jetzt zu, äh, verantwortlich für die größte höchste Wirtschaftspleite in der österreichischen Geschichte, aber landet nicht im Gefängnis oder was? Ja, vor allem bleibt er unendlich reich über seine Konstruktion. Wie kann das denn sein? Das ist das, was ich kann ändern würde, wenn ich Verantwortung habe, dass man sich nicht jedes Mal beschweren über die Dinge, die passieren und, und, und sie betrauern und, und uns selber bemitleiden, sondern Politik so verstehen, dass man die Bedingungen einfach verändert, dass sowas nicht möglich wird. Und das ist meine eigene Semperit-Geschichte, die ich noch erlebt habe über Jahre, muss man sich ja vorstellen. Das ist ja nicht lustig, weil das wirklich so lang und so viel Druck erzeugt hat. Nicht zu wissen, verliert der Onkel die Arbeit, verliert man selber die Lebensgrundlage als Familie, die besten Freundinnen und Freunde, die Stadt an sich natürlich auch, die stark drinnen gehängt ist. Also hat mich stark geprägt, diese Geschichte, zu wissen, dass es Regeln braucht, die nicht alles zulassen. Ja, aber bei Benko du bist du dafür, der, dass sie die Regeln so ändern, dass er im Knast landen. Naja, vor allem, dass er haftbar ist, persönlich haftbar ist für Schaden, den er veranstaltet. Ja. Ja. Würde ich jetzt nicht im Gefängnis sehen wollen. Ja, das ist uh, für die Justiz gern, was uh, das drauf rechtlich überbleibt, aber was ich schon Wahnsinn finde, dass wir das alles zahlen ja? und dass 1900 Leute zusätzlich noch zu den Millionen, die er aus diesen hm. Konstruktionen gemacht hat, damals mit einer Regierung, einer ÖVP-Regierung, die noch den Teppich ausgerollt hat und trophiert hat und damit geprahlt hat. Benko, der tolle Wirtschaftsinvestor, ist sozusagen auch ein bisschen ein Produkt der ÖVP-Wirtschaftskompetenz. Und diese ÖVP, also die, bei uns die, die konservative Regierungsspitze, äh, hat damit zu verantworten gehabt, dass ihre Wirtschaftskompetenz geheißen hat, äh, rausfiletieren der äh, Immobilien, damit noch zusätzlich zig Millionen äh, Gewinn zu machen, gleichzeitig Förderungen äh, des Staates zu kassieren und gleichzeitig 1900 äh, Arbeitslose zu produzieren. Mhm. Das ist die Wirtschaftskompetenz der ÖVP. Also, wenn ich es jetzt zusammenfasse und, und das meine ich gar nicht polemisch. Also ich glaube, da braucht es eine Politik, die einfach, äh, einfach Regeln setzt, dass es nicht einige richten können. Habt ihr denn damals, als Kontinental euch äh, also separat übernommen habt? Habt ihr euch denn da gefreut, dass? der deutsche Konzern da kommt. Nein, überhaupt nicht, es ist ganz schlecht verhandelt worden. Es wird da ganz kurze Standardgarantie geben für die Forschung und Entwicklung, die wir damals in Dreskirchen aufgebaut und entwickelt haben. Wir haben das Know-how gehabt, wir waren halt über 100 Jahre sozusagen mit einer hohen Qualität am Markt, ohne dass ich da jetzt zu ins Detail gehe, weil sonst fangen ein Schwärmen an, was die Marke anbelangt, aber es war vor allem in der Winterreifenmischung, das war das große Betriebsgeheimnis, die Mischung und die Heiztemperaturen der Heizdruck der mhm, Druckmaschinen. Und das war sozusagen unser Firmengeheimnis, das wir kollektiv als Arbeiterinnen und Arbeiter gehütet haben und auch nicht einmal die Geschäftsführung gekannt haben. Und das war eine Strategie im Arbeitskampf, die es zumindest auch zeitlang dazu geführt hat, dass die Produktion länger geblieben ist, also die Forschung und Entwicklung. Und wir haben gewusst, dass damals schlecht verhandelt worden ist beim Verkauf. Und nach der Standortgarantie ist dann blitzartig weggegangen alles und nur mal draußen spielen. Also mein Vater hat selber sozusagen miterleben müssen, wie die Maschinen, die er als damaliges als kleiner Schlosser aufgebaut hat, die über Jahrzehnte gute Dienste gemacht haben, dann abtransportiert worden sind. Also das muss man immer menschlich begreifen und, und, und dann halt politische Programm machen, um das zu verhindern. Mama hat gearbeitet, Papa hat äh, im Werk gearbeitet. Hast du eine sorgenlose Kindheit gehabt? Ja doch, äh, wenn ich, wenn ich so aus der Kindheitssicht haben wir eine Chance gehabt, eben so wie ich es beschrieben habe, über eine gut organisierte, starke Gewerkschaft, die damals ja noch in einem gut funktionierenden Reifenwerk war. Also man, die böse Geschichte der Semperit beginnt sozusagen dann ab 86, mhm. also da war ich dann 13 Lebensjahre mhm. und äh, hat uns halt immer, ist wie ein Damoklesschwert einfach eigentlich über unsere Familie, aber wie über zig andere Familien einfach äh, gehängt. Ja. Ja, ihr habt jetzt in dem pra Prekariat gelebt? Nein, überhaupt nicht. Wir haben eine Chance gehabt. Okay. Wir haben echt gute Löhne durchgesetzt. Äh, wir haben ein gutes Lohnniveau gehabt. Wie gesagt, ein ganz äh, gutes Angebot von Beteiligung. Krankenkasse war wirklich ein äh, Renner. Also, alle waren uns neidig über eigene Separit-Krankenkasse, die mhm. wir gehabt haben mit den höchsten Standards. Also, und, uns ist es ermöglicht worden, als Arbeiter eigentlich äh, auch stolze Arbeiterkinder zu sein. Ne? Wie, wie lange hat Papa und die Onkel und so weiter den Arbeitsplatz gehabt? Ja, wie gesagt, mein Vater bis, warte, äh, lass mich nachrechnen, 2004, 2002, 2004 muss es sein. Er hat als Lehrling begonnen in der Firma. Also er hat die 40 Jahre geschafft. Also 18 Jahre nach der Übernahme hat er den Topf verloren? Ja, naja, Stück um Stück. Es ist immer runterfiletiert worden. Das gibt es ja noch immer, allerdings nur mehr als Rumpf und das Firmensitz, ohne dass es produziert wird. Okay. Äh, du bist während Eltern sind arbeiten gegangen und bist zur Schule gegangen? Ja, ja, war ein schlechter Schüler, aber ich war in der Schule. Ja. Warum warst du ein gut, du schlechter Schüler? Ja, unterschiedlich, habe unterschiedliche Interessen gehabt. Also mir, meine Eltern haben mich äh, in der Hotel geschickt, äh, gegen meinen Lebenslauf, der da öfters skizziert aber habe ich diese Schule fertig gemacht. Ich habe noch nicht äh, das Abi gemacht, oder maturiert. Aber interessiert hat es mir eigentlich nicht so. Also und, was, was, was hat der dieser da dessen gemacht? Ja, ich war schon in der sozialistischen Jugend aktiv, hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und ja. Viele andere Dinge des schönen Lebens. Aber ich habe eine bewegte Geschichte. Ich bin auch schon während meiner Schullaufbahn nebenbei in einer kleinen Maschinenschlosserei arbeiten gegangen, habe einmal ähm, das kennengelernt Und das habe ich gern gemacht. Also handwerklich arbeiten hat mich dann auch immer begleitet, Stück um Stück in meinem Leben. Hm. längste Episode war dann nach meiner Zeit in der sozialistischen Jugend, die ich hauptberuflich machen habe dürfen, ein paar Jahre, und auch in der internationalen äh, Politik, in der Jugendorganisation. Äh, war ich dann auch recht stolz drauf und habe eigentlich eine coole Arbeit gehabt in einer Mineralwasserfirma, Schichtarbeiter. und Eigentlich habe ich die Arbeit immer gern gemacht. War körperlich schon anstrengend, war großer Druck da, hohe Intensität, war körperlich, aber eigentlich war ich auch immer stolz für das. wo hast du Abi Oder ja. Matura natürlich das? Da musst du den 18-jährigen Andi Babler fragen. Ich frage äh, frag dich ja jetzt im Nachhinein. Ich glaube die Interessenslage war einfach nicht da. Also ich war schon eher so auf Klassensprecher, Schulsprecher, Laufbahn. Also irgendwie wahrscheinlich schon ein Wink, dass Organisierung und Durchsetzung von Rechten wichtiger waren als Noten. Ja, aber von Klassensprecher wird man ja erwarten. Die sind dann ja, aber auch du, gut hab, in der Schule. Du, 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 du redest mir dann an, die Pabla, der halt jetzt 35 Jahre später da sitzt. Ich kann sagen, dass ich ein Jahre später dann berufsbegleitend nachgeholt habe. Also das war mir schon wichtiger. Okay. Ich habe dann also ein Masterstudium gemacht uh, auf der Donau-Universität und habe da politische Kommunikation dann auch mit einem Titel abgeschlossen. Und zwar... Das war mir wichtig, auch irgendwie für mich selber abzuschließen, dass ich schon auch eine Ausbildung fertig machen kann, eine schulische oder dann später halt ein Masterstudium. Also hier so eine handwerkliche Ausbildung hast du hast du nicht gemacht Ich habe als oder Maschinenschlosser nicht gearbeitet. Ich habe nie eine Lehre begonnen, sondern ich habe einfach in den Maschinen. Ich war ein wahnsinnig guter Maschinendreher. Also ich liebe bis heute die Drehbank. Ich bin ein wahnsinnig schneller Dreher auch gewesen. Du hast, warum hast du nie der Ausbildung angefangen? Also Nein, ich habe ja sozusagen ich war in der Schule und habe eigentlich immer dann nur kurze Zeiten gearbeitet. Ich war Lagerarbeiter, ich war LKW-Fahrer in meiner Geschichte und am liebsten habe ich allerdings in Maschinen, in mechanischen Betrieben gearbeitet, also mit Aber Eisen und Stahl. Hat der Papa nicht gesagt, die mach mal eine, eine Ausbildung? Das so ja schon, aber ich habe ja eigentlich immer Jobs gehabt. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich äh, auch das, meine große Leidenschaft, eine Politik zu machen, dann in der Jugendorganisation hauptberuflich machen habe können. War dann in meiner Landesorganisation dann Landessekretär und dann später Bundessekretär der SE. Und dann habe ich noch ein wahnsinniges Privileg gehabt, dass ich international einfach vier Jahre lang Vizepräsident sein habe dürfen in der, der Weltjugendinternationale. Mit spannenden Personen zusammenkommen, Arbeitsfrühstück mit südafrikanischen Präsidenten, chilenische äh, Staatspräsidenten, äh, wahnsinnig spannende Leute. Und vor allem einen neuen Fokus über den Tellerrand, den ich kennenlernen habe dürfen. Mhm. Einfach äh, was Politik global bedeutet, wo die Hebel liegen und äh, wo line, lateinamerikanische Realitäten äh, auf europäisches Denken auch trifft, auch von gemeinsame Positionierungen zu machen, äh, die natürlich auch. Äh, äh, echt spannend war. Aber du hast jetzt keinen Berufsabschluss? Nein, ich habe einen Masterabschluss, den habe ich jetzt. Aber die, die, Hand, die Hand, handwerkliche Kram nicht. Also. Nein, handwerklich habe ich nie eine Lehre begonnen. Also das ist äh, fake news, war, aber, wenn da irgendwie behauptet wird, über Lehrerabbruch Lehreabbruch, ich nie eine begonnen. Aber war, war das dann nicht, nicht irgendwie vom Nachteil, wenn du keine Lehre hast? Ja, gemacht du hast weniger hast? Geld gekriegt. Genau, weißt, das ich nicht, ganz genau. Ja. Aber es war nicht im Vordergrund. Ich habe ziemlich gute, gutes Geld gemacht, eigentlich. In der Mineralwasserfabrik, äh, weil es einfach drum gegangen ist, äh, natürlich sind sehr viele Stunden zusammengekommen. Wir haben oft Wochenende durchfahren müssen, weil nicht sagen, im Sommer Hochbetrieb, Stress, ja, also wirklich Druck äh, auf Produktion äh, und äh, viele Stunden, Überstunden natürlich hat man eigentlich recht gut bezahlt kriegt. Das war sozusagen der einzige positive Nebeneffekt des harten Drucks. Äh, und, und gleichzeitig. Ja, habe ich mich dann auch dort ich angefangen, das angelernter Füller? Das ist so die Basisstation, wo du sozusagen an der Maschine und später war ich dann schon auch als Schichtführer-Mitarbeiter bei den neuen Anlagen, die gekommen sind und äh, habe dann selber natürlich alle Stationen dort äh, gemacht. Aber es war ein harter Job und irgendwie war es gut, über die Jahre das mitzukriegen. Also, wenn du ich am Anfang im Zweischichtbetrieb gearbeitet und äh, wenn du dann als Schichtführer eingeteilt warst oder als Ersatzschichtführer, dann hast du dann wirklich schon um drei in der Früh raus müssen, wenn um sechs die Schicht begonnen hat. Weil du um vier ah. dort, du musst die ganzen Reinigungsprogramme oder wenn wir, wir haben auch Limos produziert, den Sirup ansetzen und die Kesselfunktionen warten. Und wenn die Leute dann kommen, so um dreiviertel sechs soll eigentlich schon alles fertig für die Produktion sein. Und dann nachher bin ich in den Dreischichtbetrieb, also auch mit Nachtschicht gegangen. Ja, und dort, aber es, es führt eh ein bisschen abogen Also, wenn du heute meine, meine politischen Forderungen er denke ich aus dieser Zeit heraus, eine der prägendsten Geschichten war, die Wette als, als Arbeitskollegin, die bei mir am Füller gestanden ist, genau über acht Stunden, manchmal über zehn Stunden, je nachdem, wie die, wie die Arbeitsdruck oder die Arbeitszeiten waren, äh, tatsächlich auch körperlich das selber gemacht hat wie ich. Und einfach am Schluss vom Monatsende, weil man dann unsere Lohnzettel behalten hat und dann einfach 20 Prozent weniger Geld kriegt hat. Also das ist aus dieser Zeit, wo ich das so ungerecht gefunden habe, das ist gestanden jetzt genau das gemacht, weg gemacht. Wenn, die, wenn dieser Riesenfüller, der die Flaschen füllt mit 30.000 Flaschen in der Stunde, also kann man sich vorstellen, wie schnell sie das dreht, wo diese Glasflaschen, das war die Glasanlage dort. Und wenn es dann auf jeden Fall einen riesigen Knall macht und irgendwas verkeilt oder verstopft ist, dann musst du in diese Maschine reinkraxeln, hm. körperlich. Und du musst dann Füller wechseln und so weiter. Also auch körperlich schwer und dann wieder aufs Knopf alles stornieren und so weiter. Und die Maschine rennt weiter und du hast deine Akkordarbeit mit, mit wahnsinnigem Stress. Und sie hat genau die gleiche Hackung gemacht, also dieselbe Arbeit und hat dann am Monatsende 20 weniger Geld gehabt. Weil sie eine das, Frau war oder weil sie nicht Österreich war. eine Frau war. Oder? Und das, und das ist der Punkt, wo ich heute spreche, dass, dass man eine der größten Ungerechtigkeiten in Österreich endlich sozusagen in der Geschichte entsorgen muss, dass Frauen für dieselbe Arbeit weniger Geld kriegen dann kommt es auch sehr stark aus diesem Bewusstsein, noch verpflichtend meiner Kollegin, die mittlerweile schon in Pension ist, aber sozusagen, das habe ich noch ganz ganz, ganz tief drinnen. Also warum habt ihr denn in der Fabrik den Aufstand gemacht und gesagt, hier alle, alle gleich? Ja, weil die Gesetze einfach dagegen gestanden sind. Und ich bin jetzt dann in einer Verantwortungsposition, dass ich hoffentlich im September auch die Gesetze verändern kann. Beispielsweise, dass wir die verpflichtende Lohntransparenz umsetzen. Und dann ist das endlich auf dem Misthaufen der Geschichte. Es ist eine wahnsinnige Respektlosigkeit noch wie vor gegenüber Frauen. Musstest du zum Militär? Ja, ich war. Ich war sogar länger beim Militär als notwendig. Ich war eingerückt äh, in einer. Gab es Wehrpflicht oder gibt es das noch? Ja, ja, war, war, war Wehrpflicht okay. und ich war dann beim Bundesheer in Götzendorf, War die Kaserne, eigentlich eine mit einem harten Ruf. Also wirklich eine härtere Kaserne, auch von der Ausbildung und so. Und äh, dann habe ich mich dann noch ein Jahr verpflichtet und habe mich aber versetzen lassen. Das war der Vorteil. Dann nach Baden, das war eine leichtere Konzerne, war dann in der Heereskraftverschule und dann als Heeresfalle. war ein Jahr tätig und bin dann direkt zur sozialistischen Jugend gegangen. Das ist ein Lebenslauf, den es nicht oft gibt. Aber... Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, aber es war super. Man hat wahnsinnig viele Stunden freigekriegt. Weil wenn du so Wachdienste oder in der Ausbildung sozusagen äh, Stunden angehäuft hast, hast du einen wahnsinnig guten Schlüssel gehabt. Mit 1 zu 2 beispielsweise, also wenn du Samsung gemacht hast, Samstag, Sonntag mhm. und 24 Stunden Wachdienst gehabt hast, hast du 48 freie Stunden gehabt, hast der Woche frei. Und das habe ich schon damals genutzt eigentlich, dass ich mit der SJ gefahren fühle und äh, Schülerinnenkalender verteilen in ganz Niederösterreich, weil ich einfach viel Zeit gehabt habe. Aber es war, war bewusst zum Militär zu gehen? Nein, aber kein Bewusstsein, aber es war eine praktische Entscheidung. Ja, ich aber ich kein Problem. Problem bei uns konnte man immer noch Zivildienst machen. Ja, ja. Nein, das war schon Wertdienst, acht Monate habe ich auch kein Problem damit gehabt. Und ist, ist so eine Ausbildung bei einer österreichischen Armee anders als jetzt in der deutschen? Weil, ich mein, Keine ich, Ahnung, ich war nicht in einer deutschen Armee. Ja, Nein, ja. ja, aber <laughs> ihr, ihr seid ja ihr seid ja quasi nicht in der, in der NATO und so weiter, ne? Nein, nicht. ich glaube in der Grundausbildung entscheidet sich nicht. Wir haben so drei, drei Blöcke zu meiner Zeit gehabt. Das eine ist sozusagen die Grundausbildung, die ist ziemlich ähnlich mit einem Mal an. Also alles von äh, Exerzieren, militärische Grundbegriffe, Waffenblinde Auseinandernehmen zusammenlegen und äh, sonstige Drill- und Gefechtsübungen, Informationen. Ich glaube, wird überall ähnlich sein. Das zweite Fachwort war damals die waffeneigene Ausbildung. Also Waffe ist ein dehnbarer Begriff war damals bei mir die Vermittlungszentrale. Also ich war, ich war in der Panzer fernmelde Das sind die, die Leute, die mit so Schelterlastwegen fahren. Und dann kommen die Feldkabeln, die gelegt werden und die werden dann zusammengesteckt wie in einer Telefonzentrale in schlechten alten Filmen wo du dann eine Leitung hast da noch ins richtige Postnetz, also heute hat sich schon viel geändert, aber eigentlich war das die Qualifikation von mir, dass ich einen Lastwagenschein schon vorgehabt habe und gleichzeitig dann an dem Vermittlungsgerät ausgebildet worden bin. Das heißt, wir sind irgendwo im Wald gesessen und haben, die Trupps haben ihre Kabel gelegt und ich war zuständig halt für diesen Vermittlungsstand. Und dann hast du da einfach Dienst gehabt, also bei uns war, Grenzeinsätze waren Grenzeinsätze schon Damals sozusagen schon einige Jahre in Österreich und sonst war es halt ja, Beschäftigungstherapie auf höherem Niveau. Ja. Wo, wozu gibt es jetzt eigentlich die österreichische Armee? Weil ich meine, nur zu, zur Landesverteidigung? Weil irgendwie so NATO-Aufgaben und so Bündnispflichten naja, macht die ja nicht so. Halt. Es, ist, also es ist ein Thema, das sehr komplex ist, ehrlich gesagt. Also ich war ja dann Jahre später in einer haben es mir geholt dass der SPÖ, weil sie ja wenig gehabt haben, die sozusagen wirklich Expertise gehabt haben in der Zeit. Also, da war ich noch im Jugendalter und dann habe ich zwölf Jahre Ersatzmitglied der Parlamentarischen Bundesheerkommission sein dürfen. Es war eine Beschwerdekommission und da war es natürlich gut, sozusagen aus dem Apparat jemanden zu haben, der sozusagen das Militär auch kennt von innen. Also, mhm. alle möglichen Beschwerden, wenn es persönliche Diskriminierungen gegeben hat, Ungleichbehandlungen bis zu Besoldungsgeschichten und vielem anderen. War eine spannende Geschichte. Und äh, wenn du mich fragst, warum es das österreichische Militär gibt, dann haben wir natürlich eine gesetzliche und äh, verfassungsmäßig vorgeschriebene Verpflichtung auch eines Militärs. Das ist äh, bei uns einfach. Auch Teil aber, der aber rein, rein zu ist, Eigentlich zur Landesverteidigung, ja. Und bei der NATO ist es äh, differenziert zu sehen. Wir sind ja so, schon sehr lange bei den NATO-PFP-Übungen dabei, also den Partnership-Übungen. Da hat ja in den 90er Jahren Entscheidungen gegeben, wenn ich mich richtig erinnere, äh, hier auch mitzuwirken im Rahmen der Neutralität. Und äh, das heißt, es gibt da sehr starke internationale Tradition, immer unter der Bedachtnahme, dass es ähm, UN-Beschlüsse dazu gegeben hat. Also, wir haben eine lange Tradition am Golan, und in Syrien. Also hm. Golan und Zypern gehabt in beiden Geschichten und das war eigentlich uh, über die viele Jahrzehnte unser Hauptaufgabengebiet, aber in UN-Missionen sind wir weltweit unterwegs. Aber was macht Österreich? Ich meine, ihr seid nicht in der NATO und keinem Bündnis. Hm. Wenn Österreich angegriffen wird, dann ja, versucht ihr um die Pech. Selbstverteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Aber und es kommt äh, niemand bei euch zur Hilfe, weil ihr in keinem Bündnis seid. Ja, ganz genau. Ist das gut so? Ja, es ist Teil der Neutralität, der Strategie zu wählen, nicht ja, so, angegriffen ist, ist, zu werden. Ist, ist das nicht eine hohe Gefahr, wenn die angegriffen ja, werden? Ja, das, das Potenzial, warum man Österreich angreifen sollte, wenn man politisch neutral ist, ist natürlich ein überschaubares. Ja, vielleicht habt ihr irgendwelche Bodenschätze, die man braucht oder so. Absolut, ja. Nee, ich, ich frage, weil mal Finnland und Schweden ja, sind jetzt in die NATO gegangen, waren auch neutral jahrzehntelang. Ja, mit einer ganz einer anderen geopolitischen Lage natürlich, äh, natürlich mit einer tausenden Kilometer Grenze zu Russland direkt, äh, wahrscheinlich ein ganz anderes Szenario, als wir in Österreich einfach sehen. Und äh, ich glaube, äh, wir haben natürlich immer alle zehn Jahre wieder mal aufflammend auch eine äh, Zukunftsdebatte. Die gibt's. Also ich habe schon vieles erlebt. Lustigerweise ja, waren es ja bei uns ja eigentlich die, die äh, Rechtsextremen wie die FPÖ, die uns als erste in die NATO bringen wollte, damals äh, ja. äh, die ÖVP, die die Neutralität verglichen hat mit Lipizaner, äh, Pferden und Mozartkugeln. Also wenn ich mich erinnere. Und die Sozialdemokratie war die einzige sozusagen Kraft bis heute, die sozusagen felsenfest überzeugt ist, dass die Neutralität eigentlich ein, ein gutes Instrument sein kann. Ich sage es mit toller Vorsicht sein kann, äh, wenn es wenn, eine politische Strategie auch gibt, wie man mit dieser Neutralität aktiv umgehen kann. ist für Deutsche vielleicht manchmal schwer zu verstehen, aber die Neutralität ist schon auch ein, ein großer Schutz eigentlich. Ich ich bin der Überzeugung, dass Hochrüstung, Militärpakt, eigentlich auf Dauer keinen großen Schutz geben. Ich finde, dass eine Welt, die sozusagen immer belebt über Balance, über Kräfte, die hoch sind, in der Langfristigkeit vielleicht nicht das Konzept ist, das überlebt. Kurz- und mittelfristig, wie wir jetzt sehen, in einer neuen Dimension natürlich eine größere Bedeutung hat. Aber die Neutralität in Österreich ist ein Spezifikum, ist ein schwer mit der Schweizer Neutralität zu vergleichen, weil sie politisch ein großer Schutz ist, ein größerer Schutz als. Eine Sozusagen wahrscheinlich hochrüsten würde. Hat er wahrscheinlich auch eine Höchst. Also, einen historischen Grund, ne? also nach historischen nach dem, nach dem Grund, Zweiden, natürlich. Nach dem ja. ja oder historischen Grund in der Österreich ist auch in der, in der Bevölkerung. Wenn man so ein Bevölkerungsvoting drüber macht, dann gibt es eine sehr hohe Zustimmung über drei Viertel der Bevölkerung, die diese Neutralität nicht angreifen wollen. Also, die sehr stolz aus Identitätsgründen sind. Diese Neutralität, aber in der Politik muss man natürlich nachdenken, was kann eine Neutralität da in der Zukunft für ein spannendes äh, Instrument sein. Wir führen die Diskussion jetzt gerade natürlich in der Sozialdemokratie. Was, was, was heißt da Neutralität in der sich veränderten europäischen Welt, so wie es du angesprochen hast, mit neuen NATO-Mitgliedern? Was kann es für Zukunft kann Kann es nicht wichtiger sein, dass es auch noch neutrale Staaten gibt, die eine gewisse Rolle übernehmen können mhm. in einer Konfliktsituation? Wir haben gute Erfahrungen gemacht, auf die wir eigentlich sehr stolz waren in der Geschichte, wo wir Wien etabliert haben als attraktiven Verhandlungsort, wann die Zeit der Diplomatie, wann die Zeit der politischen Verhandlungen da ist, dass es eigentlich sehr gut ist, auch neutrale Länder zu haben, die das auch wirklich auch nutzen können. Könnt, könnte das überhaupt jemand ändern oder ist Neutralität in der Verfassung? Verfassung, also ist schon ein hartes Ding, das zu, zu ändern. Ja. Wichtig ist halt immer die Frage, was das österreichische Bundesjahr belangt also die Wehrfähigkeit äh, zu erhalten. Und äh, dann gibt es natürlich immer Detailgeschichten. Äh, 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 was heißt das jetzt in den jeweiligen. Verbünden, Einkäufen, wie wir es jetzt gerade auch in Diskussionen haben. Aber eigentlich ist es unbestritten in Österreich. Neutralität, und das ist in der Sozialdemokratie sozusagen felsenfest verankert, ist auch für die Zukunft ein taugliches Element, wenn es gelebt wird. Wir haben heute halt erlebt, dass sie heute halt dann nur mehr am Papier gelebt wird in der jetzigen Regierung und das ist auch unsere harte Kritik an der jetzigen Regierung, diese Neutralität so ausgehöhlt zu haben, dass sie einfach nur mehr am Papier und gefüllt da ist und wir haben ganz andere Konzepte dazu. Wie blickst du auf die Aufrüstung hierzulande jetzt gerade speziell nach dem russischen Angriffskrieg? Ja, also die deutsche ist eine Notwendigkeit, die die Länder autonom entscheiden für sich. Ich bin froh, dass es in Österreich gerade Diskussionen gibt über Waffenlieferungen in die Ukraine von keiner einzigen politischen Richtung. Es ist in Österreich heute halt Diskussion, die auf die der Neutralität... Habt Waffen, Hab die Waffen Nein, wir haben keine Waffen angeboten. Also nee, aber hättet ihr was im Angebot? Nein, wir hätten eh nicht viel im Angebot. Also Nein? Ich glaube, wir müssen schauen, dass alles läuft, was wir haben. Ja, Oder alles fliegt, was wir haben. Ich meine das ist jetzt die, die Bezug, bessere Formulierung. Ich meine jetzt Bezug auf deutsche Aufrüstung, die man Deutschland hat in der europäischen Geschichte. Das ist eine besondere Bedeutung. Ja, aus gutem Grund war das deutsche Militär über Jahrzehnte äh, eher schwach. Macht das Österreich jetzt nicht Sorgen, dass die Deutschen wieder zur größten Militärmacht Europas aufsteigen? Ja, ich glaube äh, endeffektlich wird das noch gar nicht klar sein. Ich glaube, das alles sehr hochrüsten jetzt und auch äh, Frankreich, glaube ich, auch, äh, auch einige Mittel freigibt. Also ich glaube, das ist nicht unser österreichisches Problem, das zu bewerten. Wir müssen schauen, was äh, die Einsatzfähigkeit des österreichischen Bundesjahres anbelangt. Wir haben einen, einen wahnsinnigen Investitionsbedarf, nämlich äh, dass Dinge, die im Papier halt da sind, auch tatsächlich auch bewegt werden können und funktionieren, um es höflich zu sagen. Zu, zurück zu dir. Äh wie bist du jetzt bei den, bei den Sozis gelandet damals? Als Kind schon? Oder wie war das? über, über DSJ eigentlich. Ja, ich habe ein ganz buntes Leben eigentlich. Ich, glaub, ich bin äh, natürlich beim ASKÖ, das ist ein sozialdemokratischer äh, Sportverband, der äh, Breitensport, der hat mich natürlich sehr stark geprägt. Äh, oh. Dort <laughs> habe ich Skifahren gelernt und so, und das war halt eine typische sozialdemokratische Organisation, die geschaut hat, dass ohne finanzielle Hürden einfach möglichst alle Kindern Möglichkeiten geboten werden. Du, du also, bist da gelandet, weil deine Mutter deine Eltern ein Gewerkschaften waren? Aber war mit so? mir in der Stadt, wir waren eine rote Stadt und natürlich waren rote Organisationen da, natürlich waren Kinderfreunde da, die heute halt Kinderbälle gemacht haben und natürlich ist eine Kinder- und Jugendorganisation, ist heute noch die stärkste Kinderrechteorganisation Österreichs und die österreichischen Kinderfreunde. Mhm. Also eine Organisation, die wirklich das Recht, Kindern Rechte geben will, also alles was Kinderrechtskonventionen, Kinder sozusagen ganz anders zu sehen, als Sprachrohr für und mit Kindern. Um, und natürlich hat mir das geprägt, aber ich war gleichzeitig auch Ministrant in der katholischen Kirche, war über Jahre Sternsinger eingebettet, heute in meinem Stadtteil. Religiös, ja. Ich war äh, sozusagen Teil der äh, katholischen Kirche in diesem jetzt nicht, Kindheitsjahr. Ne? Nein, jetzt bin ich dann nicht mehr so aktiv, aber ich bin im guten Dialog äh, einer so, meiner engsten Kontakte. Nein. Einer meiner engsten Kontakte in der Stadt ist der Pfarrer. Ich war auf private Audience beim Papst eingeladen. War ein hohes Privileg für mich, über, über europäische äh, Politik für Flüchtende nachzudenken. Und äh, bin da echt in einem offensiven und, und sehr wertschätzenden Austausch. Ist eine lustige Geschichte vielleicht für manche, aber... Äh, Als Atheist beim Papst, ja. Mh? Aber ich glaube, wir haben viele gemeinsame Anliegen. Und äh, hat dich dann quasi diese Parteijugend dann auch äh, politisiert und äh, ja, die Ideologie verpasst? oder? Nein, aber ich glaube, wichtig ist, dass man, dass, man, dass man für sich selber, ich glaube, das ist immer der erste Schritt, einfach lernt, manchmal im Leben auch die richtigen Fragen zu stellen, wenn man Dinge. Mitbekommt. Das mache ich bis heute, wenn ich eine Schlagzeile lese, dass ich mich frage, warum kommt die Schlagzeile? Also nicht sozusagen die Antwort schnell in den Vordergrund zu schieben, sondern aus was für ein Interesse, wie werden Fragen gestellt. Also, und genau gleichzeitig manchmal ist es besser, also eine schnelle Antwort zu geben, die richtigen Fragen zu stellen. Das sind so zwei Leitlinien, und eine politische Jugendorganisation gibt natürlich die Möglichkeit, vieles zu erfahren. Also international war es sicherlich, äh, waren es sicherlich sehr, sehr prägende Jahre für mich, einmal ganz andere Realitäten kennenzulernen, Auswirkungen von Entschuldungskampagnen, auch positiv auch zu sehen, was es, äh, machen kann, auch die sozusagen die umgekehrten Effekte zu sehen, wann über, über Kreditvergaben des Internationalen Währungsfonds äh, in manchen Ländern nicht die Möglichkeit gegeben wird, die eigene Bevölkerung zu ernähren, sondern für, unter Bedingungen für den Weltmarkt äh, zu produzieren oder Rüstungsgeschäfte zu tätigen. Also man hat schon ganz neue Erfahrungen gemacht, was Politiker anrichten kann. Wann hast du gemerkt, dass du politisches Talent hast? Bah, eigentlich, äh, eigentlich, äh, Pau. In, in meinen Stadtwahlen wahrscheinlich, wo ich angetreten bin. Ich habe einen Vorgänger gehabt, den ich sehr schätze, der 30 Jahre im Amt war, als Bürgermeister der Stadt. Und es war schon sehr überraschend für mich, wie er mir dann gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen kann, sozusagen seine Nachfolge anzutreten. Und immer schon dachte, boah, so ist schon ein, ein großes Aufgabengebiet. Die eine Geschichte habe ich erzählt mit dem einen Werk, aber es war schon eine sehr harte Fragestellung für unsere Stadt, härter, dass sie in ganz Österreich wahrscheinlich in der Summe je ankommen wird, was diesen Weggang der Großindustrie anbelangt. Also der Strukturwandel der Wirtschaft, die Großbetriebe, die ausgeagert worden sind, die alle verschwunden sind. Also wenn man diese Aufgabenstellung, wie man Wirtschaft umbaut. Äh, ohne, sozusagen, ohne dass sich die Stadt dazulegt und mitstirbt, wenn die Industrie geht. Und zweitens natürlich Dresdkirchen als, äh, als, als ganz großer Punkt, dass wir das manchmal auch europaweit das größte Flüchtlingslager haben. Also mit diesen zwei Dingen einfach dann auch mit einer kurzen Wahlkampfzeit einfach äh, dann noch Rekordergebnisse für die Sozialdemokratie auch auf den Boden zu bringen, mit der Bevölkerung gemeinsam und eigentlich auch das Stadtimage komplett zu drehen. Das wäre alle sehr stolz sind auf das und ganz anders als in anderen Städten, deutschen Städten, wenn dann irgendwo beispielsweise ein kleines Fluchtquartier ja. irgendwie ganz schlimm empfangen wird, um es höflich zu sagen. Da also, Habe ich schon, hab mir schon gedacht, das hat schon was mit mir auch zu tun. Also, ich, ich, ich dachte, weil du in deiner Jugend auch schon irgendwie äh, bei den Jungsozialisten. Ja, relativ und schnell und, dann halt internationaler Vizepräsident die, war, ja, aber darf, man, du nicht musst über, einen, darf muss, man nicht überbewerten. Muss ja. einen Grund haben, warum die dich da wählen, ne? Der Andi kann ja. das? Ja, in der Mitgliederbewegung dürfte es eine Entscheidung gewesen sein. Also, was mich freut, ist, dass wir es geschafft haben, nach. Also, die Stadt, morgen noch fertig erzählen, ein bisschen? Mhm. Die, Stadt, die Stadtgeschichte äh, war schon super. Und, und ich habe mir gedacht, wir haben das auch gut gemacht. Ich bin ja jetzt noch Bürgermeister, habe bald mein zehnjähriges Jubiläum und dass ich jetzt sozusagen auch freiräume kriege, auch Parteivorsitzend sein zu können, hat damit zu tun, dass man eine wahnsinnig gut gemeinsame Personalentscheidungen getroffen hat, dass wir die Verwaltung entstaubt haben, also völlig in der Energie Nachhaltigkeit komplett neue Wege gegangen sind. Das sind harte Kämpfe, die nicht oft in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, wenn man Verwaltung umbaut, aber mhm. nach 60 Jahren gewachsene Verwaltung, Männer dominiert, umzubauen mit jungen Diplomingenieurinnen, Frauen auch auf Machtpositionen zu setzen und vor allem auch inhaltlich ganz neue Wege zu gehen im Kampf gegen die Erderhitzung und wirklich mit nachhaltiger Raumplanung, Habitatskulturen, wo Wildtiere sozusagen auch wissenschaftlich mitbegleitet wird, Renaturierungsprozesse, die sehr 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 durchdacht sind und Mikroklima und vieles andere. Also das sind so Dinge, wo man gute Gutes Team aufgestellt hat. Und das, glaube ich, ist eine Geschichte. Und die zweite Geschichte war sicherlich die Vorwahlkampagne. Also, da äh, haben wir ausgelöst, dass wir nach 30 Jahren einen Prozess haben, dass wir zigtausende Menschen bewegen, der Partei beizutreten, nachdem wir 30 Jahre immer schwächer waren. Sind. Äh, jetzt zuletzt gar nicht Wir haben jetzt, glaube ich, 16.500 neue Parteimitglieder. Das ist eine wahnsinnig starke äh, Geschichte, nachdem wir 20, 30 Jahre immer verloren haben. Und jetzt also Anekdoten. Also letzten Samstag bin ich gewesen bei einem kleinen Livestream, wo ich nicht glaube, dass am Samstagvormittag Livestreams von Parteiveranstaltungen einer Landespartei. Aber ich sage dann einfach in den Bildschirm, trüchte mir und dann treten allein ich in 20 Minuten neun Personen bei wieder, weil ich sage, es wäre total schön, dass die Sozialdemokratie in Österreich jetzt eine Heimat ist für euch ganz persönlich und mit eurer Lebensrealität zu tun und mit der Sicherheit für eure Kinder, für die Sicherheit eurer Eltern und der Versorgung. Und dann treten Leute einer Partei bei. Ich mein, wir reden das so locker, aber es ist ja nicht so, dass man Spende abgibt für eine Tierschutzorganisationen einer politischen Partei beizutreten, die ist schon eine andere Liga. Ja. Und das, das freut mich, und das hat ein bisschen was mit mir zu tun, das mag ich nicht abstreiten, dass man Menschen auch den Eindruck auch gut vermitteln kann, wir sind jetzt da, um neue Wege zu gehen. Ich hätte jetzt gesehen, du warst, bist 89 beigetreten, der SPÖ. Der Partei, ja. warte mal, war recht... später. Äh, 94 bin ich erst der Partei beigetreten, 89 da ist je oder 88. Ja. Ist so die Jugend... Vorfeld, genau, die okay, Organisation. Okay. Ja. Die hat wird das... dann mitgerechnet, wenn man irgendwann die Viktor-Adler-Plakette erhält. <laughs> ich, ich, ich erinnere mich, äh, hier, äh, Waldheim war damals P äh, Präsident, 86 bis 92, der ja. Alt Nazi. Hat, hat das irgendeinen Grund gehabt, dass ihr Nazi als Präsidenten Äl... hattet? Sicher, Und... ja. Ne? Ich glaube, in meiner ersten Wahl, wo ich wahlberechtigt war, die, glaub, es war ich glaube, ich habe nicht Waldheim gewählt, nicht so große Überraschung, sondern sozialdemokratischen Kandidaten. Aber war aber, der, war, war irre, ja, natürlich. Ja. Aber, aber man darf nicht vergessen, war war vorher noch UN-Generalsekretär. Ich meine, jetzt kann man fragen, was, die größte, was der größere Wahnsinn ja, eigentlich ja. ist. Ja, ja. ja. Ähm, SPÖ und äh, ist, ist das deine Partei? Hast, hast du irgendwelche anderen Parteien früher? Äh, Gab es auch schon damals hier, keine Ahnung, Grüne, KPÖ und so weiter? Oder war SPÖ? Ja, nicht, äh, nicht messbar in Österreich. Also alles unter der Wahrnehmungsgrenze. Wahrnehmung. Ich muss sagen, es später breiteres Publikum, geben. Ja. Wie, würd, wie würdest du, äh, bei der SPD in Deutschland steht im Parteibuch, wenn du das hast, äh, ist, die stehen für den demokratischen Sozialismus. Ist das bei der SPÖ auch so? Boah, Fangfrage. Also ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut, was in einem Parteibuch steht. Gibt es schon lange nicht mehr. Es gibt nur diese Servicekarte, da steht eigentlich nur die Nummer drauf und der Name. Äh, das könnte ich da beantworten. Äh, bist, bist du ein Sozialist? Demokratischer Sozialist? Ja, sicherlich. Ja. Logischerweise. Was heißt das? Ah, das heißt, dass man ganz ursprünglich anders äh, an Politik herangeht, nämlich an der völligen Gleichwertigkeit von Menschen, egal wo sie herkommen, egal was sie für sexuelle Orientierung, was sie für Stellung Klassisch, man gesagt, im klassischen Produktionsprozess aber wo sie arbeiten und wie sie arbeiten, hat mhm. tatsächlich die Gleichberechtigung denkt. Das ist in Österreich vielleicht nochmal anders. Äh, wir haben ideengeschichtlich Menschen gehabt, beispielsweise mit den Max Adler und so weiter, die genau das beschrieben haben, dass man Menschen da nicht nur politisch die Rechte gibt mitzubestimmen, sondern dass man auch um die sozialen Rechte kämpfen muss und das ist die Bedingung wirklich in eine demokratische und damals eine sozialistische Gesellschaftsordnung zu kommen und ich glaube diese Gleichberechtigung, Gleichstellung von Menschen ist das hohe Ziel. Eigentlich geht es mir darum, um die Bedingungen zu verbessern. Und, äh, mit den neuen Begriffen wirst du heute wenn bei unseren Zuhörerinnen und 140 Jahre später sozusagen äh, nicht reussieren, Wichtig ist, äh, dass man wenn man krank ist, ein ja, hat. Wir, wir haben ja gerade schon über die Auswirkungen des real existierenden Kapitalismus gesprochen. Ist denn das Ziel für Österreich, dass ihr ein demokratisch-sozialistisches Land werdet? Ich glaube, dass es eine Demokratie gibt. Und eine Demokratie ja, das das wird ja, ist selbstverständlich. Ja, ja, aber Demokratie heißt da, die Rechte von Menschen ganz individuell zu stärken und Gleichberechtigung durchzusetzen. Und das steht schon im Widerspruch mit diesem... Ausuferten und Kapitalismus, wenn du, wenn du mich fragst in diesen Fragen. Also, ich glaube, da gibt es einfach jetzt schon ein radikales Gegenmodell. Arbeitnehmerinnenrechte steht im Widerspruch mit radikalen kapitalistischen Auswüchsen. Ja. Du sagst, du bist Sozialist. Irgendwie gab letztes Jahr Aufregung. Eintag, äh, vormittags hast du gesagt, du bist Marxist. Ab, ab, abends hast du dich schon wieder davon distanziert. Dann, dann hast du einmal gesagt, du bist links. Und dann drei Monate später hast du dich schon wieder davon distanziert? <laughs> nein, das stimmt so auch nicht, oder? Also du, du, du liest die ich kenne die Zeitungsartikel wahrscheinlich besser als du. Ich ja, bei 24 hast du gesagt, du bist Marxist. Ja, von ja, nein, äh, Wordrap-Situation. Dann, dann, dann hast du abends bei Armin Wolf gesessen und meintest so, äh, nee, noch nicht. No, nee, doch nicht. Nein, doch nicht, habe ich auch nicht gesagt, sondern ich habe es ausdifferenziert, nach wie man defini definiert. Ich habe ganz, ganz offen gesprochen, also wir sind 140 Jahre später natürlich äh, angelangt in einer Zeit und es gibt große Verdienste des Marxismus ein, also Sozialdemokratie als Grundlage, ideengeschichtlich, heute das, was wir erlebt haben, was äh, entstanden ist und Verbesserungen von Lebensrealitäten, das. Rote Wien, die Schaffung von Gemeindebauten, das waren Leute, die sozusagen aus dem austro das ist eine Untergruppe in, Gruppe, äh, in äh, österreichischer Prägung gewesen, raus entstanden ist. Kreisky selber hat noch, da war er schon acht Jahre Bundeskanzler, gesagt, dass äh, der Marxismus schon ein gutes Analyseinstrument auch für ihn selber war und so sehe ich das auch, äh, Ungerechtigkeiten zu erkennen, zu analysieren. Und er wäre nicht fähig gewesen, solche Ungerechtigkeiten zu erkennen, wenn er nicht äh, sozusagen auch dieses Werkzeug auch benutzt hätte. Und ja, aber warum, warum stehst du dazu nicht? ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ja, aber die Frage ist, was sozusagen in der Fragestellung manchmal mit Marxismus verbunden ist. Es geht darum, ob man Marxist ist oder nicht. Wir das sprechen ja nicht über Diktatur und Stalinismus. Also und so ich sage dir jetzt ehrlich, ich habe jetzt 80.000 Menschen getroffen die letzten Monaten. und es ist eine Frage, die man mit Medien einfach kommt, aber mir wird kein einziger Mensch darauf angesprochen, was der Marxismus anbelangt, sondern die Leute sprechen mir darauf an, ob man an Garant, Garantie kriegt davon einen in einer kurzen Zeit, wenn man krank ist, oder ob es die besten Bildungseinrichtungen für die Kinder gibt. Also ich glaube, die Sozial Demokratie wird sie nicht aufhalten. müssen auf die Begriffsdefinitionen. Also ich stehe für eine Politik, die die Bedingungen verbessert. Und äh, ob das jetzt links ist, äh, ob das als Links bezeichnet wird oh. oder nicht, ist, ist meistens eine journalistische Frage. Also ist, ist, ist dir das egal, ob du jetzt? Ich meine, du hast ja bei, bei Krone TV gesagt, äh, du bist weder links noch rechts. Ich glaube, du bist schon ein Linker. Ja, ich habe Warum, auch, warum du, läufst du davon weg? Ich läuft davon überhaupt nicht weg. Also ich sag dir das auch, ich habe überhaupt kein Problem, wenn mir Leute das Links bezeichnen. Wichtig ist, was der Output ist. Ja. Was, was sagst du? Du, du Links, Sozialist, Marxist? Ja, ich, ich würde sagen, dass es einen breiten Begriff von einer linken Volkspartei gibt, wie der Sozialdemokratie in unterschiedlicher Prägung, auf die man stolz sein. Aber das eine ist für mich, dass man die Bedingungen verbessert. Da bin ich ganz offensiv in der Frage. Also wirklich äh, einzugreifen. Und wann das als links definiert wird, dann habe ich auch kein Problem, dass ich als Linker natürlich äh, in der politischen Landscape gemacht wird. Aber die entscheidende Frage ist, äh, ob man was verbessern kann, ob jetzt endlich ein Politikertypus da ist, der eingreift und die Bedingungen ja. nicht nur analysiert, Problemafrisse macht, sondern Stück um Stück einfach äh, verbessert. Ja, wir haben ja hier Bernie Sanders hat vor ein paar, paar Monaten hier gesessen, der sagt ja, er ist hier äh, ja. demokratischer Sozialist. Äh. Überhaupt kein Problem, wir, sind, wir heißen Sozialdemokratie, also der Name wird schon woher kommen. Du hast bei Puls24 gesagt, Marxismus ist echt, es ist echt eine gute Brille, um ökonomische Zusammenhänge gut verstehen zu können. Ja. Wie, wie, aber, wie, wie aber hilft dir denn jetzt der Marxismus, was ja stimmt, äh, bei der äh, Analyse der ökonomischen Verhältnisse in Österreich? Ja, ich glaube, dass eine gute Brille ist, sozusagen einen Blick auf die Welt zu haben, was Arbeitsverhältnisse anbelangt. Man kann vom, vom Karl Marx selbst da gute Zitate bringen. Es bringt uns jetzt nicht weiter, weil der Karl Marx hat gesagt, es ist schon sozusagen. Bringt dich nicht weiter? Hm? Bringt dich nicht weiter, Marx? Nein, mag schon, aber es bringt uns sozusagen nicht in die, in die konkreten Lösungen 140 Jahre nach. Aber das, was Kern, das was faul ist im Kern der Gesellschaft, wo eine kleine Gruppe, die sozusagen den Reichtum vermehrt und zulässt, dass die Armut immer größer wird, ist mhm. schon ein richtiger Satz, der gerade heute, wenn wir über Teuerung sprechen, in Deutschland, aber ganz speziell auch in Österreich mit den höchsten Inflationsraten, schon eine Berechtigung hat, dass der Satz einfach richtig ist, bringt nur nicht die Lösungsmodelle. Die Lösungsmodelle liegen ihr jetzt auf dem Tisch, was Preiseingriffe anbelangt, was Mietenaussetzungen anbelangt, was... Zugang nur als Grundsicherungsmodelle zur Energie anbelangt, was Beseitigung der Kinderarmut anbelangt Das sind die politischen Diskussionen, die ich führe und alles andere sind manchmal Mediendiskussionen, weil ich man braucht die nicht wahrscheinlich erzählen. Ne? Ja, Vermögen ist ein gutes Stichwort. Das ist ja äh, ziemlich krass bei euch in Österreich. Also die mhm. Vermögensverteilung ist noch krasser als hier, ja. noch krasser als in Deutschland. Wir hatten Marlene Engelhorn mal hier zu mhm. Gast, die Millionärbin oder BSF-Erben, ja. Fast schon Milliardärs-Erben. Ähm, hat auch erzählt, so, ihr habt noch nicht mal, Verm also weder eine Vermögenssteuer noch eine Erbschaftssteuer. Was müssen, was müssen denn eure Superreichen überhaupt machen oder zahlen? Ja, wenn es noch mir geht, in Zukunft uh, werden sie einen gerechten Beitrag leisten müssen. Und, uh, ja, aber ich, wir sind im Jahr 2024, warum ist das jetzt so? Unglaublich, nicht dafür? ja. Und deswegen sitze ich jetzt da als Vorsitzender der Sozialdemokratie. Einer der Gründe, warum er endlich uh, sozusagen Dinge verbessern will. Meine, uh, was ja eine fairere Beitragsgestaltung anbelangt. Es ist ja kein Enteignungsprogramm, es ist einfach ein Programm und ich habe es geschafft, nach sieben Jahren Diskussion in der Sozialdemokratie äh, relativ schnell einen einstimmigen Beschluss der Gremien noch herbeizuführen, dass wir sagen, wir machen ein ganz ein konkretes Modell, ja. äh, das auch nicht irgendwie äh, sehr revolutionär ist. Es gibt andere Länder, die viel höhere Vermögensbesteuerungen äh, haben als dieses Modell, das wir vorschlagen. Aber es würde da beispielsweise dazu führen, je nach äh, Rechenmodell, zwischen 5,5 und 6 Milliarden Euro, die wir zur Verfügung hätten und die wir beispielsweise auch in den Ausbau der Pflege, in die Bildung einfach eins zu eins auch setzen können, ohne dass wir noch ein Budget umverteilen, was ja der größere Hebel wäre. Mhm. Und einfach diese moralische Ungerechtigkeit, dass es ja nicht so ist, dass es einfach ein schlechtes Verhältnis ist, sondern es wird immer schlimmer. Das heißt, die Vermögenskonzentration sozusagen der Superreichsten, ja. was sie an Vermögen haben, die wird immer höher und gleichzeitig wird sozusagen das Vermögen, das andere volkswirtschaftlich und gesamt zur Verfügung haben, das wird immer weniger. Und ja, ja, das, das ist diese Ungerechtigkeit, die ich verändern will. Und dann haben wir einen, einen Vorschlag für... Erbschaftssteuern und Vermögensbesteuerungen hingelegt, der weder hoch ist, ob äh, einen fairen Beitrag leistet. Und ich glaube, äh, es ist im Interesse von 97, 98 Prozent der Bevölkerung. Es profitiert ja auch der gehobene Mittelstand von Vermögensbesteuerungen, wenn die Sozialleistungen gesichert sind, wenn man Operationstermine kriegt, ja. äh, wenn man krank ist, dann will man ja auch, wenn ein bisschen mehr verdient, auch einen Termin kriegen. Also es ist sehr breit angelegt und ich glaube, so wie es das du angesprochen hast, also wir haben äh, schlechte Zeugnisse. Das sind es keine, äh, wie du vorher gesagt hast, linksradikalen Organisationen, Europäische Union oder USCD die uns bescheinigen, dass wir da am Schluss, Lichter der Tabelle, jedes Mal um und dass Österreicher Land ist das Vermögen äh, am, am wenigsten stark besteuert. Ich, ich habe hier genug Soziologinnen bisher gehabt, die auch darauf aufmerksam gemacht haben, dass quasi eine extreme Ungleichheit auch demokratiegefährdend ist. Ne? Also, weil Kapital ja, ja Macht ist. Wir. Und ich meine, äh, aktuelle Zahlen sind, die, das reichste Prozent, also die obersten 1% bei euch haben 39% des gesamten Vermögens, die reichsten 10% sogar zwei Drittel und die unteren 50% haben 2,8 Prozent des Gesamtvermögens. Es gibt, noch eine, schärfere, es gibt noch eine schärfere Zahl von der Kepler Universität in Linz, die sozusagen weil ja Vermögen oft, oft auch gut verschleiert und versteckt ist, ja, ja. dass sie sagen fast 50 Prozent. Also es ist ein Vermögen für das reichste Prozent. Ich, ich, ich habe, es gibt da noch eine schöne Grafik. Die, äh, die reichsten 5 Prozent haben die, fast die Hälfte des Vermögens ja. und die untere Hälfte hat hier ein bisschen Wasser, 4% des Vermögens. Sind die 4%, also die untere Hälfte der Bevölkerung, ist das deine Wählergruppe? Nein, überhaupt nicht. Es widerspricht dass sie in allen Umfragen, die es dazu gibt, in allen Umfragen seit Jahren über drei Viertel der Bevölkerung vier Vermögensbesteuerungen aussprechen. Ja, Warum wählen die denn? Warum habt ihr denn nicht drei Viertel Wähler? Das also ist mein Zugang. Ja. Ich, will liebsten, ich habe in meiner Stadt habe ich es geschafft mit drei Viertelmehrheiten im, im, im Gemeinderat. Also ist natürlich, wenn dieser Punkt zu wählen wäre, ja, dann wären wir gut unterwegs. Ja aber, warum? ja, aber die Sozialdemokratie hat jetzt zum ersten Mal ein Modell. Wir werden im September darüber reden können. Ich hab de, ihr habt im Jahr 2024 zum ersten Mal ein Modell? Ein konkretes Modell mit konkreten Steuersätzen. Ja, das ist neu. Das habe ich nach oh. sieben Jahren Diskussion, weil es gibt ja immer viele Nuancen und da müssen wir schauen, und die wollen dort mehr <laughs> und dort weniger. Ja. Aber ich habe gesagt, wir brauchen jetzt ein konkretes Modell und ja, ist auch ein Teil des neuen Weges jetzt. Ich, ich habe mal in euer Grundsatzprogramm geguckt, deiner Partei. Cool. Das steht unter anderem Satz drin, der erste Schritt zu Ungleichheit ist auch der erste Schritt zu Unfreiheit. Jetzt seid ihr ja wahnsinnig ungleich, mhm. ökonomisch. Ja. Ist damit Österreich ein unfreies Land? Sicherlich, aus der Das ist das, was ich da vorher angeb angeboten habe, als These auch zu, zu Max Adler geschichtlich, dass wir sagen, wir wollen schon Menschen einfach nicht nur politische Rechte geben, sondern auch soziale Rechte. Und das hat was mit Freiheit zu tun, mit Freiheit am gesellschaftlichen Leben partizipieren zu können und äh, das ist vielleicht der Vorteil, dass jetzt jemand an der Spitze der Partei steht, der auch sehr direkte Erfahrung hat, ich bin jetzt 29 Jahre Mitglied in dem kommunalen Gemeinderatsteam ja. und natürlich als Bürgermeister nochmal explizit schon im Kontakt dass ich weiß, was es für Ausschließungstendenzen gibt man Menschen einfach äh, auch finanziell nicht die Möglichkeiten beispielsweise haben, weil sie zu wenig verdienen, weil Frauen weniger verdienen, weil Alleinerziehende besonders äh, gefährdet sind, weil die Teilzeitfalle zu, du, durchschlägt, weil man in dass also einmal dass Frau gefährdet ist wenig Pension zu bekommen weil 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 darum ist es wichtig dass wir dieses Gespür haben was heißt das wenn Elternvereinsvertreter zu mir kommen und sagen okay hey wir haben ein Problem es können zwei bis drei Kinder in dieser Klasse nicht mitfahren auf die Schul und Projektwoche ja. oder auf den Schulskikurs. oder was heißt es in den Fußballclubs in den Musikschulen wenn sie die Mitgliedsbeiträge nicht mehr zahlen können weil sie sonst die Wohnung verlieren weil sie sonst die Gasrechnungen Energierechnungen die eh schon gestundet sind einfach nicht mehr da blasen können, einfach aus der, aus der Realität. Einfach zu wissen, dass die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe ein ganz ein wichtiger Schlüssel ist, was Gleichstellung auch anbelangt. Und ich kann da sagen, wie das bei mir kommunal funktioniert. Ich, äh, dass ich einfach auch nach gewichteten Haushaltseinkommen als erste in meinem Bundesland gewährleistet habe, dass es gratis Nachmittagspakete gibt, äh, von äh, Ganztagsschulformen, von Kindergarten, elementarpädagogischen Einrichtungen, dass wir gratis Mittagessen äh, garantieren, warmes und gut. Gutes, gratis Mittagessen, auch nach finanziellen Möglichkeiten, um ja keine Tendenzen zu haben, dass man abmeldet, mhm. dass man sozusagen nicht den Kindern gleiche Rechte kann, äh, gibt. Ihr habt den öffentlichen Verkehr auch nach Haushaltseinkommen auch gewichtet, sozusagen. Ganz billig gemacht. Aber das ist auch der Grund, warum ich jetzt in der Bundespolitik einfach die Regeln oben ändern muss. Ich wäre so oft korsettiert und äh, irgendwo kommt man dann an die Grenzen der kommunalpolitischen Zuständigkeit, dass ich glaube, das muss man jetzt auch im Bund umändern, dass es einfach mehr äh, Gleichstellung gibt, dass es mehr Gleichberechtigung gibt, mehr Rechte auf gesellschaftliches Leben. Wenn die, wenn die extreme Ungleichheit in Österreich zur Unfreiheit vieler Menschen oder fast einem Großteil der Menschen führt, Warum äh, schwingt ihr euch da nicht auf, die Partei der Freiheit zu so sein? Weil die FPÖ nennt sich ja die Freiheitlichen. Ja, die, die, wollen ja, die wollen ja an der Ungleichheit überhaupt nichts ändern. Ja. Also die sind ja dann es ist ein Teil der die Ungleichheit. Sind ja quasi unfreiheitlichen, oder? Nein, sie sind Teil der Ungleichheit. Also immer dann, wenn es ums Eingemachte geht, nämlich dass äh, Menschen einen gerechten Beitrag leisten, beispielsweise Millionärsabgabe, beispielsweise Konzerne, die im ganzen Jahr weniger Steuer zahlen, weil sie halt Umgehungskonstrukte gut nutzen können ja. und ausnutzen können, Systeme, dass sie über die Gruppenbesteuerung und viele andere Instrumente einfach weniger Steuer zahlen als kleine und mittlere Unternehmer, manchmal weniger zahlen als Lohnsteuer, einzelne Arbeitnehmer im Jahr zahlen, dann war die FPÖ immer auf der falschen Seite, nämlich für die Masse, nämlich immer, dass sie nicht geschaut haben, dass man die Regeln ändert, dass die, sie das nicht mehr so Super, die superreichen, und die großen Konzernbusse, sie nimmer alles richten können, weil die FBI immer auf Seiten der Privilegierten. Mhm. Und das ist schon sozusagen das, was man auch erzählen muss in der Geschichte. Und äh, da hast du schon recht. Und wenn sie jetzt beispielsweise die Rechtsextremen in, in Österreich, aber in ganz Europa äh, sozusagen in den Köpfen irgendwie diese Festungsgedanken machen wollen. Festung Europa, Festung Österreich und irgendwie diese Stacheldrahtzaun-Mentalität bringen mhm. wollen, dann äh, muss man sagen, auch hier dialektisch anders sehen. Ja? Es ist in weiter äh, Gefängnis, was sie machen. Ja? Das ist es. Gibt sie greifen an. Also, ich meine, es gibt eine neue Qualität von Rechtsextremen. Brauche hier in Deutschland wahrscheinlich nicht stark erwähnen, aber es ist nicht nur die Frage, äh, sozusagen zu treten äh, auf. Äh, andere Staatsbürgerschaften, auf Migrantinnen, auf Migranten, auf Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter, das kennen wir über Jahrzehnte. Ist sicherlich eine Konstante, nicht nur der FPÖ, sondern auch der europäischen rechtsextremen Parteien. Ich, ich wollte gleich nochmal zur FPÖ kommen, aber kurz. Aber gut, so, jetzt bin ich in Flow gerade. Kurz nochmal <laughs> bei der Vermögensungleichheit bleiben, weil Bernie, Bernie Sanders hat hier gesessen, wir haben auch über Milliardäre an sich gesprochen. Er sagt ja, Billionaires should not exist. Sollten für dich, aus deiner Sicht, Milliardäre sollte es überhaupt geben? Es, ja, gibt, es gibt 49, also noch. Mit Benko waren es 49 Milliardäre in Österreich. Sollte, sollte es Milliardäre geben? Ja, ich finde es unmoralisch. Ich kann mir es gar nicht vorstellen, wie das ist. Ja, aber es, es gibt ja Milliardäre. Ich ja. Könntet ja, ihr könntet ja ja dafür, dass sie die einfach gerechten Beiträge lei äh, leisten. Und dann muss man in die Frage stellen, was sind die Leistungen eigentlich? Ja, aber die man aber bringt. Ihr, ihr könntet ja was machen, dass es gar nicht Milliardäre gibt. Also hat ja. erzählt, äh, die könnten ein Gesetz machen. Also über Milliardäre können wir gerne sprechen, glaube Milliardäre. ich. Ja, Milliardäre. Ja. ist nicht äh, mein Thema. Ich habe jetzt ganz konkrete Vorschläge, wenn man Vermögen gerecht besteuert, damit trifft du hast das natürlich mit dem, mit, du die Milliardäre. hast mit Milliardären kein Problem? Nein, davon. ich habe hab Milliardäre insofern ein Problem, dass sie endlich anfangen so eine gerechte Beiträge zu leisten. Und du, wenn du ausschaust, dass wir eine progressive Vermögensbesteuerung vorschlagen, dann haben, zahlen die natürlich dann den höchsten ja, du, du könntest ja sagen, ab einer Vermögenssumme von einer Milliarde Euro muss man halt 99%, man sagen, 99% ja. dann Steuern zahlen. Damit es keine Milliardäre gibt. Das war jetzt Bernies äh, okay, Vorschlag. Ja, über den habe ich noch nicht nachgedacht, über den Vorschlag. Aber, du bist jetzt, aber ich, ich greife schon ein. Ja? Aber du bist jetzt nicht so wie Bernie grundsätzlich gegen das Dasein von Milliardären. Ich glaube, dass es einfach unmoralisch ist und dass es schon eine große Diskussion darüber geben soll. Da bin ich schon bei Bernie. Aber, 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 aber was ist deine Position? Wenn es unmoralisch ist, wenn es darüber eine Diskussion geben soll, ist ja, das da, da, Ja, aber gut, aber ein ganz konkretes Modell hinlegen ist, ist der Punkt. Also, ich kann natürlich sagen, dass Damit's ich gegen Milliardäre bin, dass sie einen gerechten Beitrag und umso reicher sie sind, umso mehr Beiträge machen. Und was, es gibt noch eine Unterscheidung, die ganz wichtig ist, dass viele davon ja absolut ohne Leistung Milliardäre sind. Die meisten erben. Ja. Und darum auch die Erbschaftssteuer, die. Weiß ich weiß nicht, wo Bernie die Erbschaftssteuer auch hat, aber ich bin einer Verfechter der Erbschaftssteuer, wo die Menschen sicher sind. Also wo wir in Österreich die Freigrenzen so hoch gemacht haben, dass auch diejenigen, die sie was geschafft haben, ihre Eigenheime mit anderthalb Millionen ausgenommen, sondern wer hat dann zusätzlich noch eine Million pro Person Lebenseinkommen. Also sie beginnt das bei zweieinhalb Millionen äh, zu greifen und dann immer progressiver. Aber dann, wenn du über 50 Millionen bist und 100 Millionen, zahlst ist schon einen ordentlichen Steuersatz. Ja. Bist, bist du für eine Vermögensobergrenze? Ja, es ist die umgekehrte Frage vorher, ob man ja. Militäre will. Es ist gescheit gefragt, aber ich glaube, dass eine Vermögenssteuer, die progressiv angesetzt ist, eigentlich eh das Richtige auslöst. Nämlich, dass die Superreichsten am meisten Beiträge zahlen. Ja, man könnte dann irgendwann sagen, ich erreiche, ist denn, dann ist man bei 99 Prozent oder so. Ja, das sollte, weiter, das sollte man weiterdenken. Also, ja, also wenn man nie die Vermögensbesteuerung in Österreich äh, schafft, dann haben wir schon vieles weitergebracht. Bis für den Höchsteinkommen. Ja, ist die Frage, Frage in derselben Richtung. Nee, Einkommen mal ist ja noch was anderes als Vermögen. Ist nochmal noch was anderes, mündet aber natürlich, aber Einkommen Ich bin dafür, dass man Managergehalt hat, zum Beispiel in staatsnahen Betrieben äh, begrenzt. Das sind wir die Ersten und Einzigen, die das in ein Verhältnis bringen. Also, dass wir eine Regel machen, dass es die 20-fache Begrenzung oder 15-fache Begrenzung einfach gibt vom durchschnittlichen Einkommen desselben im Beschäftigten, im Betrieb. So ein da ist vieles durcheinanderkommen. Also wenn ich es jetzt richtig aus dem Kopf heraushole, die Zahlen haben wir dann mal rausgesucht und das ist vor, glaube ich, vor 20 Jahren ungefähr so, war. beispielsweise in staatsnahen Betrieben, dass du das 15- bis 20-Fache verdient hast, was eh schon wahnsinnig unmoralisch ist von dem Arbeiter oder der Arbeiterin im Betrieb oder Arbeitnehmerin. Und jetzt ist das oftmals das 80-Fache. Das heißt, die sind nach ein paar Tagen fertig. Also nach fünf Tagen haben die dasselbe verdient wie jemand, der das ganze Jahr schuften muss. Also dort sind wir für Begrenzungen, ja. Das ist zum ersten Mal neu, dass wir hier sozusagen auch einen Faktor begrenzen, der nicht überstiegen kann. Aber Vermögen darf. nicht? Nein, beim Einkommen sind wir jetzt. Warum nicht beim Vermögen? Ja, ich warum nicht konsequent? Ich, 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 ich bin überhaupt nicht dagegen. Du sagst Das ist höchst unmoralisch. Denn warum seid ihr denn nicht höchst moralisch äh, und sagt, das geht so nicht? Bin Ich bin ich gern da, vielleicht sind wir in zwei Jahren da, dass ich da sitze und ein konkretes Modell auch schon vorschlagen kann. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ja. Wie, wie findest du die Aktion jetzt von äh, Marlene Engelhorn, haben wir ja schon angesprochen? Die, macht ja. Jetzt, äh, die gibt jetzt 25 Millionen Euro ihres Vermögens weg und 50 Leute sollen da, da, darüber jetzt entscheiden. Finde ich gut. Ich finde sie überhaupt für eine starke Frau, weil sie ja wahnsinnig gut erklärt, wie unmoralisch auch Reichtum und ohne Leistung verbunden ist. Also das ist ja das Großartige bei der Marlene, dass man, dass man auch spürt, dass sie selber diese Ungerechtigkeit ihres eigenen Vermögens zum Thema macht. Und, 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 und ich finde diesen Mechanismus gut, aber ich bin dafür, dass man das regelt. Was was mit den 25 Millionen passiert? Ja, dass man Vermögen zum Beispiel anfängt zu besteuern und dass man nicht abhängig ist, ob jemand das freiwillig macht oder nicht. Was soll jetzt mit den 25 Millionen passieren? Wenn, das wenn macht Das mit, mit einem Rat, wenn ich es richtig im ja. Kopf habe, die Vorschläge machen. Ja, das ist eine Einzelmaßnahme, die ich unterstütze. Ist hochanständig, ist hochmoralisch, äh, hoch aber eigentlich braucht es Gesetze. Und ich bin jetzt dann da, um die Bedingungen zu, festzulegen, dass das automatisch passiert. Hast du Marlene schon gemacht. in die SPÖ geholt? Die Marlene ist nicht Teil der SPÖ, aber. Würde sie das wünschen? Ich glaube, dass wir alle Kräfte brauchen können, dass Sozialdemokratie, die gut sind. Also Adi Babler wünscht sich Marlene Engel und in, die, in der SPÖ. Sehr gerne, ja, sogar. Äh, dann habe ich mal geguckt, ich bin immer über dem Grundsatzprogramm. Immer, hey, beim cool. ersten Absatz fand ich schön: da steht: unsere Version der sozialen Demokratie ist, die Klassengegensätze zu überwinden. Das heißt ja, ihr habt in Österreich immer noch Klassen. Ihr seid mhm. eine Klassengesellschaft. Sonst ja. macht der Sinn ja der, 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 der Satz ja keinen Sinn. Welche Klassen herrschen? Naja, es, hat sich, es hat sich verändert. Also, wenn du anspielst sozusagen auf den alten Klassenbegriff, der sozusagen in Besitzende und Nichtbesitzende sich unterteilt hat, ja, also in Proletarier und Nichtproletarierinnen, also Besitzerinnen, das, das das immer die dann, dann, hat, dann ist das die, vielleicht die Klassenanalyse, die vor 150 Jahren ganz gut auch, auch, auch begreifbar war. Da waren Fabriksbesitzer und da sind Menschen reingegangen, die haben ihre wahre Arbeitskraft verkauft ja. und haben nicht das Äquivalent dafür bekommen. Genau. Und äh, da hat sich natürlich einiges getan. Also, das heißt, es ist viel diffiziler geworden und viel schwerer darzustellen. Es aber gibt natürlich noch immer... Aber wer, wer, wer sind die Klassen jetzt? Ich erzähle das. Ich okay. versuche es dir zu erzählen. Ja. Also das heißt, es gibt noch immer natürlich unselbstständige Erwerbstätige, die egal, ob sie im Supermarkt oder in der Gesundheit oder in der Schwerindustrie arbeiten, jeden Tag ihre Arbeitskraft verkaufen gegenüber Lohn und Gehalt. Logischerweise. Mhm. Aber es gibt sage ich jetzt einmal, seit einer Entwicklung beispielsweise von technischen, industriellen Revolutionen wie auch immer, gibt es ganz neue auch Konstruktionen, dass wir heute nicht nur über Besitz sprechen, sondern sondern auch über Verfügungsgewalt, über Wissenschaft, über Forschung, über Technik, über Telekommunikation, mhm. über Distributionsgewalt, äh, was Medikamente anbelangt, auch gegenüber anderen Kontinenten. Also viel diffizilere Schichten und Klassenanalysen notwendig sein, als es vielleicht äh, vor 140, 150 Jahren in der Industrialisierung, wo sozusagen es sehr linear gezeigt ist. Ja. Und ich glaube, natürlich haben wir verschiedene Voraussetzungen, Abhängigkeiten und Gewalten natürlich. Besitz, Verfügung, Distributionsgewalt, Forschung. Also, da gibt es äh, schon sehr diffizil geworden. Ne? So nennst du die Klassen in Österreich? Ja, es ist ein Erklärungsmodell, dass man zeigt, wie breit sozusagen der Begriff ist äh, von Menschen, die sozusagen Zugang haben. Ich weiß jetzt nicht, ob eine potenzielle Wählerin von dir jetzt verstanden hat, welche Klassen es in Österreich gibt. Ich versuche es nochmal. Ja. Es gibt Leute, die besitzen und ja. davon direkt profitieren, dass sie Menschen in ihren Unternehmen haben, die arbeiten. Ja. Es gibt dann noch Konstruktionen dazu, die auch profitieren, beispielsweise in Aktiengesellschaften, ja. die wenig damit das zu tun halt. haben. Es gibt äh, Menschen, die abhängig sind von, wer zu welchen Zwecken Forschung, Wissenschaft, Technik, Telekommunikation nutzen kann, zu welchen Bedingungen. Und es gibt weiters noch Schichten, beispielsweise, das muss man auch globaler sehen, in der Frage, wer hat Zugang beispielsweise zur Distribution von Medikamenten. Unter welchen Bedingungen? Also, vier also es Klassen. gibt viele vier, Menschen, vier die, Klassen, heute noch, die heute noch an Grippe sterben. Und das dürfen wir auch in dem Moment nicht vergessen, weil sie nicht einmal den Zugang haben zu Grippemitteln. Wie wollt ihr diese Klassen denn überwinden? Über ja, offensiv sozialdemokratisches Programm. Also, ansetzen dort, wenn du das lebensaltermäßig sehen willst, dass wir Bildungsgerechtigkeit herstellen. Ich habe einen ganz anderen Zugang in der Politik, der auch. Vielleicht auch gewöhnungsbedürftig ist. Ich diskutiere beispielsweise äh, das Recht auf die qualitativ hochwertigste Kinderbetreuung, nicht nur aus dem Aspekt heraus, dass äh, es wichtig ist, dass Frauen auch im Erwerbsleben arbeiten können ist ein Punkt aber ich diskutiere das aus, dem, aus der Kinderrechte-Sicht heraus. Aber du willst die besitzenden Klassen mit Bildung ablösen? Ich, ich wollte gerade beginnen, aber okay. es geht bis zu, bis zu den Pensionisten. Aber ich glaube, dass zum Beispiel, wenn wir diskutieren über. Betreuungseinrichtungen im Bildungsbereich, Elementarpädagogik bis zu den Schulen, dann muss man es aus der Kinderrechte-Sicht herausdenken. Also wie kommt man so einen Rechtsanspruch? Also weg, meine berühmte Parteitagsrede war sozusagen, dass Menschen keine Bittstellerinnen und Bittsteller sein dürfen, sondern Rechte haben. Und da gibt es das Recht der Kinder auf eine Chance, Unabhängigkeit aus ihren finanziellen Gegebenheiten, mhm. einfach auf eine eigene Existenz das Rüstzeug zu kriegen, also die Chance zu haben, sich selber zu verwirklichen, ihre eigenen Beziehungswege zu gehen, eine eigene Existenz aufzubauen. Und das ist der Schlüssel, wenn man über Bildungsgerechtigkeit sprechen, aus der Kindersicht. Allen Kindern alle Rechte zu gehen, geben, ist ein ganz anderes Politikverständnis so auszudenken Und so habe ich das vorher skizziert auch bei, den, bei, bei Frauen im Erwerbsleben, wenn wir nachdenken, was Frauen selbstständig macht, dass wir die Rollenbilder der Gesellschaft angreifen müssen. Es ist dann nicht hinnehmbar, dass wir in der Sozialdemokratie immer hinnehmen, dass neben der erwerbsmäßigen Benachteiligung von Frauen, die, die darin mündet, dass sie in Teilzeit sind, dass jede zweite Frau in Österreich, die arbeitet, das ist über eine Million unselbstständig, dass sie in der Teilzeit sind. Aber nicht, weil Frauen fauler sind, sondern weil sie rollenbildmäßig auch diese Rolle übernehmen, weil sie noch nicht dasselbe verdienen und die Familien- oder Beziehungsentscheidung so läuft, dass man das Familieneinkommen sichert und mhm. dann bleibt der Mann in der, im Erwerbsleben und die Frau geht in die Karenz, wo sie halt dann weniger Geld zur Verfügung hat und dann versucht sie wieder Stück um Stück auch, äh, auch im Erwerbsleben mit Teilzeit wieder Fuß zu fassen, wenn es dann geht, sondern dass wir auch ansetzen müssen an dem Rollenbild, das wir haben. 70 Prozent der Care arbeit Also, wie läuft es ja heute in der Gesellschaft? Wir haben es geschafft, mit einer sozialdemokratischen Regierung 1970, vor 50 Jahren, Frauen formal gleichzustellen. Jetzt müssen wir weiterkommen sozusagen, dass wir Frauen auch tatsächlich in die, in die Gleichstellung bringen. Das heißt, diese Rollenbilder. Frauen sind es, die Teilzeit arbeiten, manchmal mit zwei Jobs. Frauen sind es, die dazwischen dann noch trotzdem ihre Kinder abholen, die sie dann noch zum Verein führen oder sie kümmern, mit ihnen einkaufen gehen. Frauen sind dann, die den normalen Wocheneinkauf erledigen. Mhm. Dann kommt irgendwann der Papa nach Hause im klassischen Bild und dann hat die Frau schon gekocht und macht nachher noch die Dreckswäsche. Und sozusagen, waren wir nicht schaffen, sozusagen über die... Gleichstellung, was den Gehalt und den Lohn anbelangt, die erste Schraube zu, zu lösen und zeitgleich auch beispielsweise nachzudenken, wie schauen äh, die. Arbeitsbedingungen in Zukunft aus? Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das in Österreich jetzt auch frischen Wind erfahren hat, nämlich was die Arbeitszeitverkürzung anbelangt. Wie können diese Aufteilungsfunktionen auch neu laufen, beispielsweise ja. in gemeinsamer Verantwortung, in Bildungsarbeit, in äh, Haushaltsarbeit und vielem anderen. Ich glaube, die Sozialdemokratie muss offensiver jede Schraube nutzen, um Rollenbilder aufzulösen. Das ist jetzt quasi das, was man quasi der unteren Hälfte der Bevölkerung äh, Gutes tun kann, was ist mit der oberen Hälfte? Also, welche Rolle spielt bei euch Enteignung, Vergesellschaftung bei der Umverteilung? gar nicht. Ich glaube, dass... Äh, gar nicht? Äh, nein, überhaupt nicht. Wir haben überhaupt keine Enteignungspläne irgendwie am, am Laufen, sondern wir, wir schauen, dass man äh, beispielsweise Standardpolitik auch ganz anders denkt. Ja? Was ist moderne Standardpolitik? Was ist sozusagen attraktiver Standort? Im Wettbewerb mit anderen Staaten zu sein. Wir sind... Nicht nur, sondern es gibt einen sozialdemokratischen Zugang, der nicht, nicht nur immer in den Widerspruch führt. Die Arbeiter in allen Ländern müssen gegeneinander ausgespielt werden. Ja, ja das, 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 das kennen wir sozusagen, aber man man hat auch Kriterien, wo man sozusagen gute Bedingungen äh, festsetzen kann. Nämlich, wenn, wenn ich mich auch mit, selbst ich tausche mich mit CEOs aus Großunternehmen aus in Runden mhm. und ich bespricht darüber, was sind Standardentscheidungen heutzutage? Ein Vorteil in Deutschland äh, gegenüber Österreich hat beispielsweise in der Bewältigung der Krise war die Gaspreisbremse. Sebastian Duhlin entwickelt, die Regierung dankend zugegriffen und Wissenschaft was entwickelt. Ja. In Österreich eine Regierung, die nichts auf die Reihe gebracht hat. Das sind Standardentscheidungen, wenn große Konzerne, neue Technik beispielsweise investieren wollen, dann wollen sie wissen, wie in fünf, sechs Jahren ungefähr kalkulierbar die Energiekosten sind. Sie wollen aber auch, und das ist dann mein Punkt dazu, aus der Arbeitnehmerinnensicht, aus der sozialdemokratischen, sie wollen schon, auch, dass das Gesundheitssystem, das öffentliche, funktioniert, weil sie haben auch kein Interesse daran, wenn bei ihnen Fachkräfte oder, oder ArbeitnehmerInnen ausfallen, weil sie einen Arbeitsunfall haben oder krank sind, dass sie wahnsinnig lang, monatelang auf Operationen und, und, und Reha-Termine warten müssen oder keine Termine kriegen und lang im Krankenstand sind. Sie hm. wollen, dass die relativ schnell wieder und gesund wieder zurück sind und produktiv für sie tätig sind. Das Zweite ist, oder das Dritte ist, sie wollen gute Bildungseinrichtungen, dass sie auch qualifizierte Arbeitnehmerinnen haben. Da ist die Basis natürlich ein gutes Bildungssystem, das sozusagen das beste Rüstzeug gibt. Und ich glaube, da gibt es gemeinsame Interessen. Und es geht dann hin bis sehr moderne Konzepte, wann wir über erneuerbare Energien und über ökologische Transformation sprechen, wo wir die Einzigen sind, die sozusagen in der Sozialdemokratie das äh, Privileg haben, das aus sozialen Verteidigungskampf und das Notwendigkeit zu sein, dass wir diejenigen sind, die über Leitungen sprechen. Und nicht nur über erneuerbare Energien. Und wir in Österreich eine Regierung haben, die ist verunmöglicht, dass man auf erneuerbare Energien großflächig in der Industrie umsteigt, weil es nicht einmal die Leitungen dazu gibt. Also nur um mal auf das Niveau der jetzigen Regierung zu kommen. Oder dass wir nachdenken müssen, ich habe vorgeschlagen, dass wir einen 20 Milliarden Transformationsfonds, kurz Trafo, installieren in Österreich, der tatsächlich schaut, dass wir aus den Großemissionen rauskommen, was natürlich in der, im Kampf gegen die Erderhitzung ein großer Faktor in Österreich ist. Das ist, glaube ich, moderne Standardpolitik. Wenn du mir fragst, dass wir mal sozusagen aus einem anderen Blickwinkel das betrachten, und so haben wir eine Menge von Themenbereichen politisch, die wir Es liegt so vieles im morgen Österreich und das ich mache ich, Stück ja. um Stück mache die Bedingungen wieder besser. Ich wundere mich so gerade, geht. dass du als Sozialist äh, Vergesellschaftung und äh, von von dir weißt. Ich meine, ne? Sozialismus hat äh, auch dass das Privateigentum an Produktionsmitteln jetzt. Nicht gerade kehren. Ja, kannst du dich gerne wundern, aber es ist mein Verständnis von Politik, dass ich die Bedingungen, die da sind, einfach verbessere Rechte Stärke, Beteiligung ermögliche, gerechte Beiträge einlöse und sozusagen in allen Stück um Stück die Bedingungen verbessern. Ja, ist, ist ein Mörderprogramm. Also aber vielleicht gibt es ja Wirtschaftszweige, die halt nicht in privater Hand sein sollen. Ja, ich glaube auch, dass man über Energiegrundsicherungen nachdenken muss, logischerweise. Ich bin über bei der Wasserversorgung, bin ich deiner Meinung, wenn du mir ganz konkret fragst, was alles nicht privatisiert werden darf. Da gehört Energie, Wohnungen. Und die Sozialdemokratie macht schon die Regeln auch vor, was den privaten Immobilienspekulationssektor anbelangt. Sind wir die einzigen, die das zurückdrängen wollen, mit ganz konkreten Modellen? Wenn du willst, dass wir beispielsweise über die Flächenwidmung, das ist jetzt ein spießiges Wort, aber es beschreibt, was, wo, wie gebaut werden darf, ja. dass wir in Ballungszentren einfach vorschreiben, dass wir dort in der Widmung die Gemeinnützigkeit vorsehen, quotenmäßig, gesetzlich, dass wir ökologische Bedingungen vorschreiben. Also ich glaube, da greifen wir sehr stark ein in den Markt und nehmen den Markt raus. Also verhindern Spekulationen im großflächigen Stil. Wir greifen im Leerstand ein mit konkreten Modellen, dass mit Leerstand und Leerstandswohnungen nicht spekuliert wird. ist auch hier Thema. Mhm. Ähm, auch in deutschen Ballungszentren, dass da, da, der Markt einfach sozusagen die Preise in die Höhe hat und mit Leerstand spekuliert wird. Also ich glaube, da greifen wir stark ein und, und, und ich komme nochmal auf deine Frage zurück, so wie es das du eben... Eh gerne selber magst, aber äh, das hat schon was damit zu tun, dass in einigen Bereichen Private eigentlich nichts zu suchen haben und äh, das ist für mich die Energie, die muss man denken, es ist der Gesundheitsbereich, es ist der Bildungsbereich und es ist auch die Verfügbarkeit beispielsweise von Trinkwasser, Das ist ein harter Kampf war jetzt schon. Wir waren vorhin schon bei der FPÖ, ist das quasi die österreichische Variante der AfD? Ich würde es um, äh, entwicklungsgeschichtlich umgekehrt sehen, dass die FPÖ ja. zuerst da war und, und die AfD ja, ein Publikum Konzept. kennt halt die AfD. Ja. Gelten als rechtsextrem. Ja, bitte, schon starke Parallelen sehen. Ist die FPÖ auch rechtsextrem? Ja, bitte, hundertprozentig. Äh, bei uns nennt man die Partei oder viele sehen sie als verfassungsfeindlich, die AfD. Ist die, ist die FPÖ, eine, wenn sie rechtsextrem ist, damit auch verfassungsfeindlich? Das also ist eine Frage der Beweislast. Ne? Also ich, bin was sagst da du denn? ich bin nicht dabei, wenn sie in Kellern, Keller. Also ich muss vorsichtig sein, das zu behaupten. Aber was ich schon sehe, kann ich ganz eindeutig beschreiben. Also ein Dreischritt gerade. Wenn ich vorher gesprochen habe, wenn sie eigentlich ein Gefängnis produzieren wollen, was sie eigentlich verstehen, wenn sie Festungen äh, plakatieren, was sie eigentlich verstehen, wenn sie von Urbanisierung äh, sozusagen fantasieren und äh, die Urbanisierung zum politischen Programm machen, ist, dass sie einen Dreischritt machen. Zusätzlich zu der üblichen Spaltung der Gesellschaft, wo sie heute halt sozusagen auf Mitbürgerinnen und Mitbürger hinhauen, die anderer Herkunft sind, dass sie eine neue Ebene und eine neue Radikalisierung auch ideologisch eingebettet vorantreiben. Mhm. Nämlich äh, den Staat an sich sozusagen demokratische Grundpfeiler mit anzugreifen. Das ja. ist eine neue Qualität, die wir sozusagen in dieser Radikalität erst jetzt erfahren. In den letzten Jahrzehnten war das nicht so sichtbar, nicht so spürbar in dieser Offensive. Und sie Urbanisierung meinen und gleichzeitig, wie wir es in Österreich ganz stark erleben, dass sie demokratische Grundinstitutionen wie die unabhängige Justiz angreifen. Mhm. Also wirklich radikal angreifen. Andere ArbeitnehmerInnen-Schutzorganisationen wie bei uns ArbeitnehmerInnen-Vertretungsorganisationen etc. Aber demokratische Grundpfeiler dann der zweite Schritt, den Sie machen, dass Sie Unabhängigkeit von Medien angreifen, dass Sie unabhängige, freie Medien mit einer vollsten Aggressivität angreifen. Das heißt, nur mehr Medien zulassen wollen, die Sie selber sozusagen steuern können, wo Sie selber produzieren, aber wirklichen Angriff reiten auf, auf Pressefreiheit und auf unabhängige Medien. Die These dazu ist, die wir jetzt sehen und natürlich auch ein bisschen unter dem Eindruck, was in Deutschland passiert ist, unter Beteiligung von österreichischen Rechtsextremen, dass wir sehen, dass sie natürlich nicht zurückschrecken, in persönliche Freiheitsrechte einzugreifen. Verhandlungslisten, so wie es in Österreich der FPÖ-Chef sozusagen auch rhetorisch von sich gibt, ist ein so ein politischer Ausdruck, wo, wo ich schon nachdenke, was heißt das eigentlich, wenn man aus politisch anders denkt, dann, dann erwischt wird, wenn man auf einer Verhandlungsliste steht, schlussendlich. Wir sehen es, was bei Frauenrechten reißt, wenn sie bei Schwangerschaftsabbrüchen sozusagen dagegen halten und so weiter, dass sie ja in Frauenrechte eingreifen. Ja. Also sie, sie greifen, sie werden nicht zurückschrecken, ganz massiv in persönliche Freiheitsrechte einzugreifen. Und dann hat die Sozialdemokratie eine der wichtigsten Aufgaben, das meine ich jetzt ganz, ganz stark verinnerlicht, die Sozialdemokratie und gerade in Österreich, in unserer Geschichte. Die in diesen Fragen, wenn es um Demokratie und uh, um, um Schutz und Aufbau von der Demokratischen Republik schon zweimal in, dem, in unserer Geschichte auf der richtigen Seite gestanden. Das heißt, es ist schon die Sozialdemokratie gewesen, wo Vorgängerinnen und Vorgänger auch in meiner Funktion und, und, und Funktionärinnen und Funktionäre uh, verfolgt und ermordet worden sind, weil sie für die Demokratie gekämpft haben. Und, und ich glaube, es ist jetzt notwendig, auch in einer politischen Strategie, alles zu tun, um äh, die übernahme und die autoritäre Wende zu verhindern und an der Spitze einer demokratischen Bewegung zu stellen. Aber da geht es äh, gar nicht so eng parteipolitisch zu sein. Sondern da haben wir sozusagen wirklich eine, eine demokratische Grundverpflichtung, ähm, hier nicht in ein paar Monate aufzuwachen und zu sagen, das haben wir falsch eingeschätzt. Also ich glaube, das ist schon dieser drei Schritt, den ich skizziert habe, schon eine neue radikale Qualität. Aber ist, ist Rechtsextremismus mit der österreichischen Verfassung vereinbar? Bei uns ist es ja, bedeutet Rechtsextremismus verfassungsfeindlich ja. und da, daraufhin basierend kann eine Partei verboten werden, was jetzt gerade, ja. was jetzt gerade im Raum steht. Aber das haben wir nicht. Also auf dieser Ebene sind wir überhaupt noch nicht in der österreichischen Diskussion über Verbote und über Verfassungsbedenklichkeit nachzudenken. Ist auch nie der FPÖ attestiert worden in der Qualität, dass wir über so eine Ebene kommen. Es ja. sind halt die Vielzahl von Einzelfällen, die sozusagen äh, noch nicht zusammengeführt worden sind. Und ich bin da nicht die Justiz und ich bin jemand, der die Justiz das einschätzen lässt, ja, aber, sozusagen aber, zu überprüfen. Aber du kannst eine politische Einschätzung ich, machen. Eine politische, meine, in einer politischen Einschätzung war ich vor dieser Gefahr und kann Dinge beschreiben. Aber und du würdest kann, die FPÖ nicht verbieten wollen? Nein, es ist, obwohl sie rechtsextrem sind. Nein, wie kann Sie, sie könnten die größte Partei nach der nächsten Wahl sein. Sie könnten ja. den Kanzler stellen. Also als nächstes, ihr könntet einen Nazi als Kanzler haben. Der ja, Kicke. Selbst, selbst das sind harte Wörter, die sozusagen nachvollziehbar gemacht sind. Ich, wir könnt, haben, wir ihr könntet einen Rechtsextremen zum Bundeskanzler haben. Ja. Genau, ich glaube, Demokratie, willst, willst, willst Demokratie kann dafür viel ausreiten. Also, ich würde will, ich will das Gespräch jetzt sozusagen, ich bin nicht ein, ein Nazi und so weiter und, 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 und was in ein Verbotsgesetz gefällt, ist bei uns gesetzlich geregelt und was Verbotsgesetze anbelangt, aber, haben wir, aber du, haben du, wir gleich Richtlinien. Bist der Parteivorsitzende der SPÖ, die sich hier laut, ne? Grundsatz ich bin ein politisches Gegenprojekt dazu. Das ist meine Aufgabe zu machen und zu schauen, dass die äh, Rechtsextremen einfach aber seid auch politisch auch äh, nicht die Stärke bekommen. Euer Grundsatzprogramm? Ja. Sagt, wir sind dem Antifaschismus verpflichtet. Ja, machen wir. Aber nicht so weit, dass man die Faschisten verbietet. zu Ja, aber es ist ja ganz eine, neue, ist, der, eine andere Ebene der Diskussion, wenn mal über Verbote von uh, Parteien noch. Denkt, da muss man sehr vorsichtig und sehr sehr umsichtig vorgehen. Also ich warne davor, ja, sozusagen alles, was politisch auf der rechten Seite ist und unangenehm ist, sozusagen zu beschließen. es braucht das macht der Wissenschaft. Keiner. Ist schon, es braucht eine, eine ganz klare Erkenntnislage, die, die in der Instanz bin, würde die Politiker warnen. sozusagen. Aber die du nennst die FPÖ rechtsextrem. Rechtsextrem gehört doch nicht an irgendeine Regierung. Ja, ist also eine politische Meinung die wir zwei vielleicht teilen, aber das ist keine Frage, ob ein Verbotsgesetz ausreicht. Verbote von militanten, terroristischen, rechtsextremen Gruppen, die Anschläge machen, und da braucht man nicht diskutieren, ja? logischerweise. Da gibt es Strafrecht auch alles her, dass man Menschen, die Anschläge machen, terroristisch den Staat umstürzen und solche Dinge, die werden verurteilt, logischerweise, weil es Gesetze dafür gibt. Aber was eine politische Partei anbelangt, die rechtsextrem ist, die verschwörungstheoretisch anfällig ist, da gibt es eine politische Diskussion, die sehr sensibel zu führen ist. Also, ich war nicht da über vorschnelle Verbotsdiskussionen. Ich bin angetreten, um die politischen in die Schranken ich zu führen. Ja, ich will ja nur deine Meinung hören. Also wenn jetzt ein ja, politisches Konzept gegen den Rechtsextremismus. Das ist meine Rolle, die ich als Parteivorsitzender habe. Und ich glaube, dass es auch funktionieren wird. Man muss einfach einmal aufzeigen, was hier alles verschleiert wird. Aber du hast schon recht, es gibt bedenkliche Geschichten, die halt Funktionäre betreffen. Da, wo das Strafmaß reicht, sind sie auch verurteilt worden. Es gibt ja auch eine Verurteilungsgeschichte innerhalb der FPÖ, was rechtsextreme Menschen anbelangt. Und alles andere ist eine ja, politische Auseinandersetzung. Ich meine, die muss sie führen, die politische Auseinandersetzung, wie sie in der Geschichte in Deutschland und in Österreich auch politische Kämpfe geführt haben, die halt nicht über Verbote geregelt worden sind. Hier Im Grund Grundsatzprogramm bei euch steht auch, wir wehren den Anfängen. Die sozialdemokratische Bewegung hat aus ihrer leidvollen Erfahrung gelernt, wie wichtig es ist, bereits den Anfängen des Faschismus äh, zu wehren. Und dann sehe ich hier dein, dein ehemaliger äh, Konkurrent, der fast gewonnen hätte. Doskosil lehnt jetzt per se keine Koalition mit. Der FPÖ ab. Seid ja. ihr doch gar nicht so antifaschistisch? Ja, könntest du die könntest Parteitagsrede von ihm nehmen, wo er die Koalition mit der FPÖ und der ÖVP kategorisch ausgeschlossen hat? Also, du kannst mir fragen zu meinen Positionen, aber. Ich, ich frage dich zu, dem, ja. zu den äh, Positionen wichtiger anderer SPÖ-Funktionäre, die, SPÖ die jetzt per se nicht mit. Also, ich gebe jetzt die klare Antwort der Sozialdemokratischen Partei, nicht nur als Vorsitzender, eine Koalition mit der FPÖ auf. Bundesebene ist beschlussmäßig ausgeschlossen. Und auf das anderen Ein Ebenen? Ja, gibt es. Uh, Entschuldigung, ich bin selber in einer Stadt mit einer Dreiviertelmehrheit und für Parteigespräche mit allen Parteien, die da drinnen vertreten sind, und habe 90 Prozent meiner Beschlüsse einstimmig. Aber die SPÖ hat auch schon mal Aber mit den rechtsextremen Koalition. gemeinsame Sachen gemacht ja, auf ja, anderen wir Ebenen. Wir waren einmal in einer Koalition früher. What Meinst du das? Ja, yeah, what the fuck? Ja, yeah, kannst mir nicht fragen. Also da war ich relativ klar in der Zeit. Oder manchmal, warte mal, ja, ich war zehn Jahre alt. Also ich habe noch nicht maßgeblich die sozialdemokratischen Geschicke gelenkt. Aber es gibt eine eindeutige Beschlusslage. Das ist die klarste Beschlusslage, die es überhaupt gibt. Und wir sind der einzige Garant da in Österreich äh, mit mir an der Spitze und in der Gesamtpartei, die äh, FPÖ-Regierungsbeteiligung kategorisch ausschließen können und verhindern können. Der Parteivorsitzende der jetzt umfragestärksten Partei FPÖ ist der Kickel. Ist ja. das so der, der österreichische Höcke? Kennst du? Den ich kenne kenn, Höcke? Kenn, kenn, kenn Höcke. Darf er als Faschist bezeichnet werden? Ist ein Nazi? Ja, ich kenne Höcke zu wenig, dass er alles. Ich weiß, dass er sehr radikal ist, aber ich kann ihm zu wenig vergleichen mit Kickl. Also ich habe genug zu tun, um, Kickel den, um den Kickl klein zu machen. Ist der Kickel Nazi? Würde ich so in, in nicht pauschal sagen. Das ist rechtsextrem, aber kein Nazi. Rechtsextrem, ja. Was ist der Unterschied? Ja, ein Nazi ist schon nationalsozialistisch, auch eindeutig sozusagen. Ja, was, was ist der ja. Unterschied zwischen ja, Kickel und Nationalsozialisten? Kickel und Nationalsozialisten, das ist eine spannende Frage. Ich habe noch nicht damit beschäftigt. Die ich schaue, dass der überhaupt nicht größer wird. Also ist er. Aber du machst einen Unterschied zwischen einem Rechtsextrem kann... und einem Nazi? Ja, Rechtsextrem ist vieles, aber Nazi ist nochmal ein Spezifikum natürlich. Ist er Faschist? Paff! Wie viele Definitionen gibt es zum Faschismus, würde ich jetzt dann nicht aufreißen. Ne? Nein, ich würde mal das Rechtsextremen titulieren. Mit der, ich, mit, der, mit der Formulierung, glaube ich, ist es radikal der genug. Der aber kein so Nazi Framing. und kein Faschist ist. Ja, vielleicht ist er Nazi oder Faschist, aber das müsste man ausdiskutieren. Darf so ein Mensch, egal ob er jetzt Nazi oder Faschist ist, zur Not auch Kanzler werden? Aus meiner politischen Sicht, nein. Aber die Gefahr besteht. Ja, ich bin da, da, dass ich das verhindere, ganz einfach. Das ist mein Programm. Als die ÖV ÖVP mit der FPÖ, äh, glaube ich, 2000 zum ersten Mal Schüssel und Haider gemeinsame nee. so Sache gemacht haben, da hat die EU Österreich isoliert. Also ne? Von bis 2000 ja, bis 2003 gab es ja die Sanktionen ja, und so weiter ändern, und so fort. Ja. Wärst du dafür, falls es wieder zu einer Koalition zwischen FPÖ und Ö ÖVP kommt, mit dieser rechtsextremen Ö ÖVP, dass die EU, dass wir anderen glaube, Europäer es, es euch wieder passiert, sanktionieren? Ich glaube, es passiert automatisch. Also das Bild, das wir äh, nicht mit einer politischen Sanktion. Ich glaube, die Zeiten sind ganz andere, wo Europa konfrontiert ist mit Rechtsextremen. Und ich glaube, dass die, äh, der politische Motor zu, zu klein wäre. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es ist damals der ehemalige portugiesische Ministerpräsident an der Spitze gestanden, der das betrieben hat. Aber ich müsste jetzt nochmal nachforschen. Aber, noch. Wärst du dafür, dass wir das dann anstrengen? Ich glaube, der das Rest ist Europas. Ich glaube, dass er die, es einen Automatismus gibt, dass es äh, beispielsweise für Österreich und das Bild von Österreich und für den Standort und wirtschaftlich natürlich eine Katastrophe wäre, wenn es Regierungsbedingungen ist. Das heißt, es passiert sowieso sozusagen vieles, was negative Auswirkungen hat, was Tourismus anbelangt, was Wirtschaftsstandort und so weiter anbelangt, passiert automatisch. Ich glaube, das ist einfach die Realität. Ähm, also sollten Deutsche nicht mal in Österreich Urlaub machen, wenn ihr ich glaube, das passiert auch zum Ich glaube glaub schon, was willst, du, was willst du vorschreiben? Also nur über, über Verbote und Gebote äh, Politik zu machen. Also ist einfach, ich will moralisch klug Urlaub machen. Ja, Sollte ich die, das nicht in einem Land machen, wo ein rechtsextremer Kanzler ist? Aber das, aber das wirst du ja du selber entscheiden können, hoffentlich. Ja, aber nur, was was, du das was so sagst, sagst du? Das könnte ja das könnt ihr der Regierung ja, schaden, ich, oder? Ich, ich habe die Einschätzung, dass es so ist, dass es natürlich da, den, vor allem dem Wirtschaftsstandort schad, äh, schaden wird. Hast du gesehen, dass Martin Sellner hat jetzt ein Einreiseverbot für Deutschland bekommen? wegen Potsdam und so. Mhm. Ist das gut? Ja, irgendwie ist, ist von, er ja. Von Remigration, wenn er überall ausgewiesen wird. Ne? Ist das selber ein Faschist? Ja, ah, ich glaube, bei den Identitären wäre man da schon eher. Ja. Und die Identitären machen gemeinsame Sachen mit der FPÖ? Ja, sicher. Ja. Also wenn, wenn, die wenn die Faschisten äh, sind, sind mit sie der halt nicht, aber also gemeinsame Sache. Ich glaube schon, dass die Verschmelzungen äh, durchaus, äh, wir haben sicherlich auch Expertinnen in Österreich, die das ganz genau noch mal in die Netzwerke, aber ich habe schon... Ah, den Verdacht, dass Identitäre auch, äh, auch bei FPÖ-Veranstaltungen auftauchen. Ich habe gesehen, dass äh, ja, äh, FPÖ-Generalsekretäre bei Veranstaltungen der Identitären sprechen. Das finde ich auch so dieser, äh, sehr, sehr im Widerspruch mit der Formulierung, beispielsweise des österreichischen konservativen Bundeskanzlers, der sagt, er ja, würde schon in eine Regierung gehen mit der FPÖ ohne Kickel. Und ich finde, dass das zu kurz gegriffen ist. Es gibt so, die Identitären sind doch die Vorfeldorganisation der, der, der FPÖ. Er findet sie als unterstützenswürdiges Projekt, und das ist sozusagen, wenn du meine Redner dazu hörst, sprich ich das auch an, was Kickel als unterstützenswürdiges Projekt sieht, einer NGO von rechts und lauter Blödsinn. Aber ich wollte mal sagen, der Gesamtcharakter der FPÖ ist rechtsextrem. Und das ist das Problem, dass nicht nur Kickel, sondern es gibt da den Generalsekretär, der auftritt bei identitären Veranstaltungen als Redner, kommt dann als Gast, darüber redet dort, ist natürlich ein Zeichen. Und wir haben ganz andere Geschichten von anderen FPÖlern. Also, es liegt nicht nur an der Person Herbert Kickel. Und das ist halt eigentlich, sagt der österreichische Bundeskanzler, er ist bedingungslos bereit, mit der FPÖ in eine Koalition zu gehen, bei jedem Interview. Und das ist natürlich schon ein großer Warnschuss, den wir haben. In ist denn ÖVP, die ist ja jetzt Kanzlerpartei bei euch, auch eine Gefahr für die? Ja, wenn die FPÖ, wenn die, wenn die, wenn, wenn die FPÖ mit zum Regierung bringen, natürlich ist es eine Gefahr. Deswegen äh, ist die Hauptbotschaft natürlich in dem Bereich, äh, dass wir die einzige Kraft sind, die FPÖ-Regierungsbeteiligung mit der ÖVP verhindern. Auf das arbeiten wir. Aber der Punkt ist schon. Ich glaube, man darf sich nicht äh, zu stark äh, nur auf das konzentrieren. Ich glaube, das ist zu wenig sozusagen politisch als SPÖ mit so einem breiten Anspruch. Äh, sind nur über die Abgrenzung zu diskutieren. Die ist wichtig. Die ist inhaltlich. Die muss da sein. Die ist auch zu kommunizieren. Die ist auch zu trommeln. Aber eigentlich bin ich antreten, um die Bedingungen zu verbessern. Wir haben so viele Dinge, die im Augenblick liegen: Gesundheitssystem, Bildungssystem, das Recht von jungen Menschen, dass sie einen leistbaren Wohnraum kriegen, bis hin im Erwerbsalter gute Jobs haben, das Recht auf Arbeitszeitverkürzung, so wie es wir jetzt fordern, dass man auch ein Stück der gestiegenen Produktivität dann wieder den Arbeitnehmerinnen zukommen lässt. Also, wenn du wüsst, habe ich so viele Offensivpunkte, die man verbessern würde, dass man aufpassen will. Ich mag nicht das Bild haben dass die SPÖ einfach nur eine Partei ist, die irgendwas äh, sozusagen abwehrt und, und sozusagen ein Bollwerk ist, was wichtig ist. Also, will ich will nicht kleinreden, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man ja nicht schaut, dass rechtsextreme Regierungsbeteiligungen möglich sind, aber eigentlich mag ich wieder Lust machen auf Politik, die einfach auch wieder Dinge verbessert. Ja. Man, man kann es ja gar nicht glauben, oder? Ich meine, wenn man unser Interview äh, verfolgt, würde ich sagen, natürlich reden man, wir man viel über andere und was weniger schlecht ist, aber ich bin eigentlich immer Dinge verbessern. Ist der, ist der Kurz eigentlich schon komplett weg jetzt? Also der, der Sebastian Kurz aus der ÖVP. Ich habe gehört, da seine Seilschaften ja. und Leute sind immer noch irgendwo da. Wie es so du einschätzen? Also in den letzten Monate ist so er hauptsächlich in Gerichtssälen aufgetreten. Ja, nicht mehr die Partys in London, was ich immer so. Ja. Möglicherweise. Ist denn das? Ist das ist ein Comeback von Kurz unausweichlich? Weil der ist noch so jung. Kommt er irgendwann in zehn Jahren nochmal wieder? Halb. Ich glaube, dass der Karriere eher Gericht bestimmt ist in den nächsten Monaten. Und ja, wenn er gute Anwälte hat, kommt er halt nicht ins Gefängnis oder so. Ja, das mag sein, aber ich glaube, das ist vorbei. Hoffst du oder glaubst du? Würde ich der Republik wünschen. Ich meine äh, sämtliche Regierungsbeteiligungen äh, in den letzten Jahren, wo Schwarz äh, dabei war, wo Blau dabei waren, äh, haben sozusagen auf der Regierungsbank begonnen und haben in Gerichtssälen geändert. das gilt für beide Parteien. Ich glaube, man muss jetzt äh, sozusagen ein drittes Mal Schwarz-Blau, also ÖVP, FPÖ, muss man unserem Land ersparen. Es ist ja äh, kein Wort, dass man davon ausgeht, dass äh, alle Politiker sich irgendwie da unrechtmäßig verhalten. Ne? Ihr habt noch fünf Minuten Zeit, äh, an die Eure Fragen zu gehen, an Hans. Hans kommt gleich und äh, stellt die Publikumsfragen. Aber ÖVP ist für dich koalitionsfähig, oder? Ne? Ja, ich glaube, das wird ein neuer ÖVP sein. Also eins ist fix, wenn ich bei aller Skepsis, dass ich immer Umfragen entgegenbringe, aber eins ist fix, dass die ÖVP radikal verlieren wird. Und ich weiß nicht einmal, wer mit der ÖVP sozusagen das Verhandlungsgegenüber sein könnte. Wir haben nur eine einzige klare Positionierung mit der FPÖ nicht. Und ich habe aber eine klare Linie gemacht in den letzten Wochen, auch mit einer gewissen Kraftanstrengung in der eigenen Partei, dass die Versuchung immer sehr groß ist, von einigen zu diskutieren, was gibt es für mögliche Koalitionen und gibt es Rot-Grün oder gibt es Sonstige Koalitionen oder gibt es äh, Rot-Neos? Also ist es bei na. uns Liberale, ja, gibt es Rot-Neos? KPÖ und, und gibt es kleinere, andere Parteien, die am Feld sind, oder gibt es wieder rot-schwarze, also konservative Koalitionen? Und die habe gesagt, ich mag das einmal ganz anders angehen. Ja. Ich mag in dem Moment, wenn jemand zur Wahl geht, in die Wahlzelle am Sonntag geht, muss er endlich einmal mit klarer Ansage wissen, was er kriegt, wenn er die Sozialdemokratie wählt. Aber wir will das heißt, ich will nicht über mögliche Koalitionen, die dann sozusagen gewählt werden, mögliche Koalitionsvereinbarungen, über eine Diskussion, die sie aufhält, Wer wird in was für ein Regierungsbüro mit was für ein Hintern auf was für einem Stuhl sitzen? Das interessiert mich einfach nicht. Also, ist auch neu in der Partei. Ich habe gesagt, wir diskutieren jetzt einmal über die Sozialdemokratie. Punkt. Aber und von es gibt in der Koalition die einzige Ausgabe, wir werden nicht alle verhandeln, wir wissen nicht, wer das Gegenüber sein wird. Bei der ÖVP vermuten wir, dass das ganz eine neue Truppe sein wird, wenn die Ergebnisse so negativ für die ÖVP sein werden, wie sie auch gerechtfertigt sind. Und, uh, aber wir gehen einmal endlich wieder mit klarer Kante und klarer Sprache in den Wahlkampf. Das, was uns die, was uns viele gesagt haben in den letzten 20, 30 Jahren, dass die SPÖ nicht mehr klar erkennbar wird. Auch in Wahlkämpfen sozusagen auch nicht mehr ganz klar was selbst wie es in der Regierung, aber uh, was ist Koalitionspunkt, was ist eigentlich SPÖ-Programmatik, was ist Regierungsmäßig, was ist eigenes. Also ich, ich pflege das jetzt ganz anders und wie du siehst funktioniert das jetzt auch schon ganz gut, dass die Sozialdemokratie nicht mehr über Koalition in den ja. letzten Wochen spricht. Aber von jetzt von Grünen, Neos, KPÖ und Bierpartei sind die Konservativen denn schon die die Unbeliebtesten Koalitionspartner, habe ich verstanden jetzt? Weiß ich gar nicht. Ich hoffe, dass wir, also wir haben umfragen, dass uh, die Mehrheit der Bevölkerung, ja. die überwiegende die Sozialdemokratie, als gesteuerte Kraft aber, in der Regierung Aber möchte. mit Grünen, NEOS, KPÖ und Bier. Da. Das ist möglich. Warte mal, ich, ich, der Grund, warum ich hier jetzt sitze, ist, dass Umfragen oft nicht taugen. Also, wer hätte eingeschätzt, dass ich dann als Parteivorsitzender rausgehe, aber die Wahrscheinlichkeit gar Da ist äh, einiges möglich in der Wahlbewegung. Wir haben eine starke Mobilisierungskraft, wir haben eine starke Affinität. Besser tut sich nichts bei euch. Und ich klappt mit dir? Äh, Du, für das, dass jetzt dann ein oder zwei Parteien mehr abgemessen wird, so sind wir die einzigen, die eigentlich noch stabil zu den Juni-Umfragen sind. Also insofern eigentlich haben wir sie in den Umfragen vier bis 5 Prozent seit Juni verbessert, aber es Luft nach oben. Aber die Umfragen, ich habe es eigentlich immer geschafft, in meinem Leben gegen alle Umfragen zu gewinnen, das habe ich auch bei der Nationalratswahl vor. Und, das darf es nicht unterschätzen, das, was ich vorher erzählt habe und nicht ganz ohne Stolz erzählt habe, wir sind echt äh, in der Frage, was Crossroad und was äh, auch Mobilisierung und, und Begeisterung anbelangt, jetzt in einer ganz einer neuen, für uns neuen, aber sehr erfreulichen Etappe. Wir füllen Plätze, Seele. Wir kriegen, während wir jetzt sprechen, auch neue Parteimitglieder, die beim Podcast zuhören und die jetzt einlade, jetzt auf die spö homepage zu gehen und beizutreten. Äh, dass sie mit uns mitkämpfen. Wir brauchen jede und jede einzelne äh, Stimme, jede, jede Manpower und wir haben ja. zum ersten Mal ja auch die Chance, über Grassroot-Bewegungen nicht nur theoretisch nachzudenken, sondern äh, auch praktisch einfach Menschen zu haben, die voll dafür brennen. Also ich glaube, wir sind für positive Überraschungen voll da. Ist, Kannst du mir glauben. Ist jetzt letztens, war schon, glaube ich, angekommen. Äh, Kannst du nochmal länger ausführen. Oder? Apropos äh, Homepage, es gibt, ich habe so ein SPÖ-Positionspapier zum Thema Flucht, also Migration und Integration, das sogenannte kaiser dosco papier gefunden. Äh, weil du dich ja immer gegen die Aufnahmezentren an den EU-Außengrenzen ausgesprochen hast, äh, genau dieses Papier von euch. Äh hat das gefordert? Gilt dieses Positionspapier noch? Ja, klar, ich habe sogar mitgewirkt damals. Es gibt immer äh, 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 es gibt ein paar, äh, paar Image-Geschichten. Dieses Papier ist noch das Ganze, es hat 17 Seiten, das ist das, was auf der Homepage verkürzt ja, aber, wiedergegeben aber ist. Aber hier, hier steht ganz klar: Etablierung von Verfahrenszentren an den an Außengrenzen. An die Außengrenzen, genau. Und die das sind die Aufnahmezentren, wo dann die äh, Verfahren ja. durchlaufen? Wenn du, wenn du, wenn du das hast du mitverfasst. Ja. Das war 2019. Ich habe hab mitgestaltet, das heißt, ich habe sogar eine Abänderungsantrag am Parteitag dazu eingebracht. Du äh, schließt dazu, dass ihr das immer noch fordert. Ja, ja, ich hab, und ich habe sogar noch ausführlicher gesagt. Also, ich bin jemand, der den Humanismus sozusagen äh, oberste. Ich habe hab bewiesen mit einer wahnsinnig großen Zahl von flüchtenden Menschen, dass es schon wert ist, äh, nicht den Protest gegenüber Flüchtenden, die kommen. Und mhm. ich hab, bin einer, der sozusagen auch, auch Anteil nimmt, weil ich ja die Menschen erkenne und von wo sie kommen, auch ihre Fluchtgeschichten kenne. Ich habe hab vielleicht ein Privileg in der Stadt dass wir seit 70 Jahren Erfahrung haben, dass äh, Menschen, die kommen, auch immer etwas zu tun haben mit Krisen in ihrer Region, mit Kriegen und Verfolgung. Das mhm. heißt, bei mir in der Stadt ist es eindeutig gewesen von 1956 von Ungarn, 1968 Tschechoslowakei, 1972 Chile, 1982 Polen, 89 äh, Rumänien, 1992 ja. Bosnien. Ich kann das immer sagen, was immer ganz, ganz direkt bei mir in der Stadt aufgeschlagen ist, mit tausenden Menschen. Und dass man schon auf die Reise mitkommen, dass wir Menschen, wenn sie hier sind, erstens wollen wir wissen, wer da ist, hast gutes Grenzmanagement. Wir, haben, wir wollen nicht irregulär aufhältige Menschen, wir wollen nicht irreguläre Migration. Wir wollen ja wissen, wer da ist. Wir wollen ein anständiges Verfahren bieten. Und genauso ist die europäische Geschichte. Und ich bin jetzt seit Jahren eingebettet. Ich bin auf europäischer Ebene in den letzten 15 Jahren so viel unterwegs gewesen. Ich habe eine hohe Expertise in der österreichischen innenpolitischen Diskussion und natürlich aus der Praxis in Presskirchen. Das ist auch die Frage, die oft vorgeschoben wird. Aus, aus einem populistischen Grund an den Außengrenzen ist Nicht das Wichtige, wer, sondern die Frage ist, was für Qualität haben die Verfahren hier und wie funktioniert in, 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 unter was für Kriterien in europäischer Geschichte die Verteilung? Also die Menschen interessiert ja, wer kommt zu uns unter was für Bedingungen und unter was für Fluchtgrundanerkennungen? Mhm. Die sagen, ist nicht die Frage, auf was für ein Zaun das Verfahren geführt wird, sondern unter was für einer Rechtsstaatlichkeit, mit was für ein Ergebnis und mit was für einer Behandlung und Standards. Und das ist die Frage, die in Österreich schon gegen damalige Regierungen des Bürgermeisters sozusagen ja, durchgekämpft habe. Ich habe in meiner neunjährigen Bürgermeisterkarriere, neun Innenminister politisch verbraucht und ich habe jedes Mal gewonnen, wenn die Auseinandersetzung ungleich war, aber wir haben das moralisch immer besiegt und wir sind auch Kollektiv stolz und ich glaube, man muss es genau mit derselben Kritik, die in Österreich gehabt hat, dass manchmal mit Asyl gespielt wird. Und, äh, und mit niedrigen Zahlen uh, Dinge produziert werden, die gar nicht notwendig sind, Zelte aufstellen und so weiter, wo hunderte Quartiere, also zig Quartiere leer stehen und so weiter, äh, dass man mit politischen Asyl nicht spielt. Also, wenn jemand Fluchtgrund hat, dann hat er Asyl zu bekommen. Punkt. Ist keine politische Debatte. Mhm. Eindeutig. Andere Fragen, die die Sozialdemokratie beantworten muss, ist die große Frage von. Äh, Arbeitsmigration, ganz andere Dimension, die Regeln festzusetzen, was Arbeitsmigration anbelangt. Aber Flucht und Asyl gehört ordentlich geregelt, gehört rechtsstaatlich, pragmatisch abgehandelt, aber man darf nicht vergessen, dass man da mit Menschen zu tun hat, die manchmal über Monate mit Orgenschicksalen auch auf der Flucht sind. Gut. Zum Schluss letzte Frage. Benko war ja schon angesprochen. Thema Korruption. Der Gusenbauer, auch ehemaliger äh, SPÖ-Vorsitzender, Ex-Kanzler, äh Sieht für mich als äh, wie ein korrupter Typ aus. Äh, war jetzt auch bei der, bei der Signa Holding dabei. Kurz, Sebastian Kurz, nachdem er Kanzler war, ist dahin gewechselt. Christian Kern, auch ein Vorgänger von dir, war irgendwie bei der russischen Staatsbahn, Aufsichtsrat. Also das ist alles mal ein bisschen komisch. Woher wissen wir, dass du, selbst wenn du Kanzler wirst, irgendwann nicht korrupt bist? <laughs> ja, also ich bin, glaube ich, für alle, die mich kennen, das sind jetzt also mittlerweile eh schon viele und viele über Jahre, glaube ich, äh, nachweislich anders im Ticken. Also, ich schließt, du, ich schließt du aus, dass du nach deiner politischen Karriere irgendwo ja. äh, Geld scheffelst, also und, ist so wahrscheinlicher weiter und so? Das wahrscheinlich, Berufsförster wäre oder so. Also wirklich, jetzt Scherz beiseite. Ich bin ja angetreten, um das System auch tatsächlich zu ändern. Ich ja, bin ich natürlich unangenehm äh, berührt manchmal und brauche nicht sagen. Und du würdest das wahrscheinlich auch in deinen Quellen hier haben, äh, was, was ich dazu gesagt habe, was äh, Unmoral um und vieles andere anbelangt. Ähm, ich glaube, ich bin anders. Also ich versuche das auch anders zu leben. Ich hab, du äh, schließt das für dich aus? Dass du nach, ich schlie, ja, ich schließe komplett aus. dass ich da, Bist du für ich, eine verpflichtende Pause? Äh, ja, Cooling-Down-Phase, absolut. Wie, wie lange soll das sein? Hab ich habe kein konkretes Modell, aber ich bin dafür, fünf dass Jahre? man sowas einführt. Ich glaube, fünf Jahre ist eine vernünftige äh, Zeitspanne. Und äh, der Gusenbauer hat 21 noch die höchste Aufzeichnung der österreichischen Sozialdemokratie ja. bekommen, die Viktor-Adler-Plakette. Hat er die heute immer noch verdient? Von mir hat nicht bekommen, ist also, mein Satz dazu. Also, soll er Gusen die zurückgeben? Gusenbar, Gusenbar, war noch nie in der Parteizentrale. Und ich kann nur eins sagen: Gusenbar hat gar keine wichtige Funktion in der Sozialdemokratie. Er soll gerne seinen Mitgliedsbeitrag leisten. Wir nehmen gerne diese 80 Euro im Jahr. Der Typ, der, der Aber, typ nimmt Geld aus Aserbaidschan, ist ja. offenbar korrupt. Soll er die Plakette zurückgeben? Du bist SPÖ-Chef. Ja, aber ich, wenn ich ihm die Plakette gegeben hat, könnte man darüber reden, aber ich habe es ihm nicht gegeben und ich habe vieles zu verantworten manchmal äh, oder soll, soll dazu Antwort nehmen, was vor meiner Zeit passiert. Ich bin eigentlich antreten, um das alles zu ändern. Haben wir, glaube ich, jetzt mitbekommen. Hey, cool. Andi, danke für deine Zeit. Hans kommt jetzt mit den Publikumsfragen. Bin danke gespannt. für die kritischen Fragen. Ja, klar. <laughs> danke dir. So, du hast einen strikten Zeitplan heute. Wir haben 20 ja, Minuten. Stimmt. Ja, ja, das halten wir ein. Nennt dich eigentlich irgendjemand Andreas oder äh, gibt es keine andere Anrede als Andi? Ganz ehrlich, Herr eigentlich nur meine Mama und dann, wenn sie streng ist. Also ich habe das versucht, immer wegzubringen. Mhm. Die letzte war unsere Nationalratspräsidentin, die mich kurz einmal mit Andreas bezeichnet hat. Und das habe ich dann gesagt in derselben Beantwortung. Und seitdem sagt sie auch sie, Andi. Mhm. Ähm, es ist aufgefallen, dass im Grunde schon vor Beginn dieses Gesprächs im Chat ähm, es eine ungewöhnliche Häufung von, ich würde jetzt mal sagen, Andy Fanbase gab. Also da waren äh, Lobeshymnen auf Bauch. dich in dichter Folge zu lesen. Äh, haben die sich zufällig gefunden oder gab es eine organisierte Kampagne? Leute, kommt rein, lobt den Andy im Chat. Na, irgendwie waren wir schon stolz darauf, dass Sie uns eingeladen habt mhm. und die heute halt einfach repräsentieren. Und ich glaube, das ist der neue Geist, dass Mitglieder sich auch selbst mit am Tisch mitfühlen. Das ist eine Art, die ich lebe, dass wir gemeinsam. Ich meine, ich bin der Vorsitzende, aber besondere Rolle, aber ich bin äh, genauso wichtig wie jeder Einzelne, der auf der Straße steht, mit uns kampanisiert, im Netz mhm. aktiv ist. Aber wir haben es natürlich auf unseren Social, äh, Social, äh, Mediakanälen noch äh, beworben. Und wenn das wer liest und dann noch die Zeit sie nimmt, mhm. ist ja ein langes Format, dann freut mich das eigentlich. Ist das, ihr habt vorhin aber auch drüber haben wir es nicht. Ja, <laughs> ähm, aber ihr habt schon vorhin drüber gesprochen. Ja, nimm einen Schluck Wasser. Danke dir. Äh, du hast eine wahnsinns hohe Redegeschwindigkeit. Ist das, passiert das eigentlich auch mal, dass die Zunge dann schneller ist als der Verstand? Ja, du, wir sind Menschen. Mhm. und äh, Ich habe Emotionen. Und ich finde, es ist nicht das Schlechteste, weil man sozusagen in der Emotion einfach auch echt ist. Und äh, was ich nicht will, sind diese gecoachten NLB-Sprechpuppen, die wir erlebt haben, wo Politiker-Generationen in den letzten Jahren, also wo da wirklich schlecht waren, ist egal, was sie gefragt worden sind, sie haben die drei selben Stehsätze gemacht. Aber insofern arbeite ich schon sehr selbstkritisch daran, dass ich auch langsamer sprechen kann, so wie ich das jetzt gerade äh, zu spät für diese Aufzeichnung auch tatsächlich <laughs> produziere. Ja. Und, es gab ähm, eine ganze Reihe von Fragen, äh, die hatten etwas damit zu tun, dass äh, in Österreich die KPÖ, also die Kommunistische Partei, in mindestens zwei größeren Städten, in Salzburg und in Graz, ähm, durchaus relevante Teile der Wähler erreicht. Und es war auch zu lesen in ähm, österreichischen Medien, dass jetzt das erste Mal, dass. Äh, einer, dass ein äh, SPÖ-Vorsitzender sozusagen um linke Stimmen werben muss. Was steckt als Botschaft für dich hinter dem Erfolg der KPÖ? Na, ich glaube, sie machen authentisch äh, in einer wichtigen politischen... Äh in einem wichtigen politischen Feld einfach eine sehr fokussierte Politik, die sich inhaltlich in den Forderungen deckt mit der Sozialdemokratie. Das ist das Thema Wohnen. Mhm. Historisch in der, in der Stadt Graz schon von der Vorgängerin, der, vom Vorgänger der jetzigen Bürgermeisterin über Jahrzehnte über den Mieterschutz auch sehr authentisch gelebt und das ist dasselbe, was jetzt dann Danke in Salzburg macht, einfach das Thema leistbares Wohnen zu thematisieren. Die Sozialdemokratie muss vielleicht auch stärker sichtbar machen. Ich probiere das, mhm. dass wir natürlich Forderungen nach leistbaren Wohnungen haben, ganz konkret. Also wir wissen ja, was es heißt, wenn man als junger Mensch keine Chance hat auf eine leistbare Wohnung, heißt das, dass man länger zu Hause leben muss, bei den Eltern oder nicht ausziehen kann, seine Familienplanung verschiebt, seinen Kinderwunsch verschiebt, vielleicht immer in einer Beziehung hat. Also schon menschlich starke Schicksalsschläge eigentlich. Zu dem authentisch. Und ich wollte äh, noch was ja, sagen, aber okay. die Sozialdemokratie ist dann inhaltlich schon was anderes. Also wir reden nicht nur darüber, über Mietpreis einfrieren, das ist mhm. notwendig in einer Hochinflationszeit, aber wir sprechen ja beispielsweise über Flächenwidmung. Wir sprechen über Umwidmungsabgaben und so weiter. Also wir haben schon einmal die großen Hebel, die strukturiert beispielsweise im Wohnraum auch strategisch sichert, dass man gemeinnützig bauen kann. Kapitel macht das Segment sehr stark sozusagen, was die jetzigen Mitverhältnisse anbelangt. Aber wenn es darum geht, auch für die nächsten Generationen und für die jetzt jungen Menschen auch strategisch Wohnraum zu schaffen, ist die Sozialdemokratie auch hier umfangreicher. Für das muss man werben. Ja. Politik ist heute halt auch das Verstehen, dass es verschiedene Ebenen bedenkt, die ineinander greifen. Aber inhaltlich finde ich gut, wenn zusätzliche Kraft natürlich auch sozialdemokratisch argumentiert. Potenzieller Koalitionspartner. Die KPÖ? Stellt sich die, noch nicht die Frage. Für mich, ich es vorher gerade wirklich, glaube ich, authentisch gemacht. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin nicht netter Typ, der einfach über Koalitionen gerne spricht, weil die echt damit genug zu tun haben, nach so vielen Jahren jetzt gerade das Profil der SPÖ zu stärken. Und das, mhm. das, das konzentriere ich mich voll. Da, ähm, da gibt es zwei Fragen, die ich da andocken möchte. Die erste ist, es haben einige gesagt, ja, der, die Authentizität der KPÖ, wie sie sich dann in Umfragewerten und Wahlwerten auch niederschlägt, habe auch etwas damit zu tun, dass die das KPÖ-Funktionäre erhebliche Teile ihrer Einnahmen äh, dann spenden und zwar verpflichtend. Da war die konkrete Frage: Kannst du dir das auch für dich vorstellen, dass du, wurde gesagt, zum Beispiel bis auf sagen wir 2.500 oder 3.000 Euro Netto ist ja auch Geld, das andere alles verpflichten stellst? Symbolischer Akt, aber ist das eine vorstellbare Form? Finde ich gut, ich mache das selber. Also ich habe ich hab zwei Versprechen gegeben, wie ich sozusagen äh, das Bundesratsmandat auch äh, bekommen habe, mhm. dass ich das zur Gänze spende und das mache ich. Ich verwende äh, das, äh, den größten Teil der Spenden geht monatlich weg von mir in die Kindergrundsicherung der Volkshilfe. Das ist ein politisches Modell, das er umsetzen will, Kinderarmut abzuschaffen. Und ich habe nur meinen, unter Anführungszeichen, nur meinen Bürgermeisterbezug. Von dem kann ich gut leben, aber mache den Rest ehrenamtlich und mhm. spende mein gesamtes Bundesratsmandat. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch am Boden zu bleiben, ganz einfach. Dann wurde gefragt, ähm, kommt eigentlich die Nationalratswahl, also Deutschland wäre es Bundestagswahl, es ähm, wird wahrscheinlich im September äh, stattfinden wohl, genauer Termin steht nicht fest, kommt die eigentlich zu früh für das, was du an notwendiger Umgestaltung und Schärfung der SPD, äh, SPÖ äh, im Kopf hast? Ist das eigentlich zu früh für dich? Ach, nein, ich bin, also wenn ich eins gut kann, dann glaube ich, Wahlkämpfen und äh, Mobilisieren also mhm. mit meinem Team, Wir ist echt gut aufgestellt. Also ich glaube, wichtig ist, äh, äh, nicht eines von vielen politischen Angeboten zu sein, sondern zum ersten Mal als politische Alternative wahrgenommen zu werden, die Bedingungen verbessert. Auf das arbeite ich und dann, äh, ich habe auch schon mal bei einer Landtagswahl nur zwölf Tage Wahl gekämpft und äh, beachtliche Ergebnisse gemacht, obwohl ich nur zwölf Tage Zeit gehabt habe. Also mhm. Manche nennen dich einen Linkspopulisten. Ist das für hm. dich ein Schimpfwort oder ein Ehrentitel? Ja, wie wir vorher gesehen haben, ist ein Begriff. Ich kann mit im leben, solange mir zugeschrieben wird, dass ich die Bedingungen ernsthaft verbessere. Und ich glaube, das ist bei mir spürbar, dass das kein Scherz ist für mich, sondern dass ich echt einmal eine andere Generation von Politiker bin oder ein anderer Typus bin, der tatsächlich einfach Regeln setzt, die zu einer Verbesserung führen. Bist du eine politische Rampensau? Ja, es wäre eher so ein bisschen eine österreichische Version davor. Also. Ich glaube, gewisse Rampen braucht es, aber ich, ich reflektiere schon sehr selbstkritisch, sozusagen, auch in einer gewissen Rollenfixierung, die man ist. Und äh, wie du siehst, äh, habe ich Demokratisierung durchgesetzt, die in, in Zukunft äh, Mitgliedern mehr Rechte gibt. Warum ist die FPÖ so stark in Österreich? Und welchen Plan nochmal hast du gegen das weitere Erstarken? Du hast vorhin gesagt, nicht Verbot, sondern politisches Projekt, ja, aber A, warum ist die, F, die FPÖ so stark? Ja, ich glaube, es hat äh, zwei Faktoren. Auf der einen Seite ist es natürlich einfach, auf der rechten Seite Überschriften zu produzieren, Antworten, Ventile anzubieten, die sozusagen äh, sie richten äh, nochmal auf untere, andere zu treten. Das ist ein Erfolgsrezept, das wir kennen. Und ich glaube, dass es aber auch selbstkritisch an der Sozialdemokratie ging ist, äh, zu schwammig zu sein, zu wenig äh, karikante zu zeigen. Und, und noch zu vollziehen, dass jemand, der beispielsweise in der Beschäftigung ist keinen einzigen Cent mehr hat, wenn die FPÖ in der Regierung ist, sondern nur Lohnabschlüsse beispielsweise kriegt, von sozialdemokratische Gewerkschafterinnen mit der Sozialdemokratischen Partei um Respekt kämpfen. Das kein einziger Pensionist in einer schlaflosen Nacht weniger haben wird, wenn die FPÖ auf Ausländer schimpft, aber wenn die Sozialdemokratie da ist, dass es gesetzliche Pensionen gibt, die gesichert sind und nicht abhängig sind vom Börsencrash. Warum ist die FPÖ gerade in ländlichen Regionen so populär in Österreich? Ich glaube ich, ich, ich würde auch diese machen. Manchmal Aha. habe ich die Frage auch, ja, dass es in städtischen Bereichen stark ist. Aber äh, du spürst darauf an, dass man in zwei Gruppen Mittelgroße Städte jetzt ja. andere Mehrheiten haben. Ich glaube, es ist kein Naturgesetz. Ich glaube, dass sie ein bisschen versucht mit Wertkonservativismus, der ja nicht echt ist, auch bei ihnen. ja, bei ein bisschen mit Landpatriotismus, der auch nicht echt ist, einfach klischeehaft punktet. Und, aber jeder, der sich dann wirklich mal die Zeit nehmen wird, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, glaubt auch, dass ein Herbert Kickel in Lederhosen auch nicht echt ist. Also insofern könnte Erklärung sein, aber ich schaue, dass wir in Stadt und Land gewinnen. Wie schätzt du das Problem der Korruption in Österreich ein? Sehr es ist eine ernsthafte Thematik und was wir jetzt erleben Warum ist, ist das so? Ja, ich kann es manchmal auch nicht packen, wenn ich mir jetzt anschaue, was eigentlich jetzt eigentlich schon so viele Regierungsmitglieder aus wenigen Regierungsjahren ja. eigentlich an Strafverfahren oder Anzeigen oder Untersuchungsgegenständen haben. Ich kann nur schauen, jetzt in der, in der Opposition haben wir eine Entscheidung getroffen, eins der demokratischen Mittel, die wir im Parlamentarismus haben, äh, zu machen, um aufzuklären. Deswegen Untersuchungsausschüsse, die äh, zumindest dass da gewisse Akteneinsicht sich geben und da gewisse Informationen auch bieten können, um der, um der Öffentlichkeit sozusagen auch zu zeigen, was da passiert. Mir ist aber wichtiger, wie man in Zukunft die Bedingungen verändern kann. Und deswegen schlage ich immer wieder auch Mechanismen vor, die in Zukunft sozusagen uns wegführen, dass man nicht in einem halben Jahr, Jahr, wieder was beschweren, wo sie jemand bereichert hat oder unter dem Verdacht steht, sie Was heißt Mechanismen Vorteil. konkret? Welche Na, sind die konkreten Forderungen? Beispielsweise, dass wir in Zukunft, wie wir es jetzt erlebt haben bei zwei konservativen mhm. Bürgermeistern, die bei Umwidmungen selbst Geschäfte gemacht haben, selbst direkt, über einen hoheitlichen Akt einer Flächenumwidmung, die äh, weniger wertstehendes Grundstück zu einem hochwertigen Bauland und sonstigen umgewidmet haben, dass man sich nicht jedes Mal beschwert darüber, sondern dass man einfach einen Riegel vorsieht, sondern dass man einfach eine Umwidmungsabgabe so hoch macht, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt, ausgenommen halt, wenn man kommunale Projekte, Pflegeheime, Kindergärten baut oder für leistbaren Wohnraum sorgt. Hat. Wie soll. Ähm Du bist für eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Wochenstunden schrittweise und branchenspezifisch. Ja, aber damit überholst du unseren Oberlockführer Weselski sozusagen locker links. Der fährt ja schon bei 35 Wochenstunden fast mhm. an die Wand. Da wurde gefragt wie soll das denn gehen? Diese Arbeitszeitverkürzung äh, bei vollem Lohnausgleich ist dann nicht das, das zwangsläufige Ergebnis, dass dann, äh, weil die Lohnstundenkosten in den Unternehmen mhm. höher werden, dass dann einfach weniger produziert wird. Na, eine echte Antwort. Also, erstens denken wir schon, dass du vergleichen musst, was passiert in den letzten 50 Jahren. Die heutigen Pensionistinnen und Pensionisten sind die Nutznießer, die haben das schon mal erlebt. Und dann mhm. sozialdemokratischen, dass sie damals von 45 Wochenstunden auf 40 Wochenstunden. Mit denselben Argumenten, alles wird sozusagen zugrunde gehen, die Wirtschaft wird nicht mehr konkurrenzfähig sein, nichts ist passiert. Passiert weil ist weil die Produktivität das, gestiegen ist? Weil die Arbeitsproduktivität sich in den letzten 50 Jahren verdoppelt hat. Mhm. Verdoppelt. Und äh, wir sozusagen. Das geht ja aber nicht ewig so weiter. Und, und wir anteilsmäßig überhaupt nichts davon bekommen haben. Wir heißt jetzt jeder die Mensch, Stein, der rein. Früh auf, aufsteht und ja. arbeiten geht. Und wir wollen einfach einmal ein bisschen nachdenken. Was war vor 50 Jahren die Realität in der Gesellschaft? Hat er nicht einmal ein Handy gegeben? Äh, sozusagen, du bist nicht jedes Mal angerufen, du Rufbereitschaften gehabt. Mhm. Was, ist, was ist die Intensität geworden, beispielsweise, in, äh, wenn du in der Stechuhrarbeit dich befindest, ob das in der Pflege ist und vieles andere mehr. Und wir wollen Schritt um Schritt einfach äh, Arbeitszeit verkürzen. Wir kämpfen um jede einzelne Stunde. Es geht ja um die Beschränkung der Normalarbeitszeit. Die Realität holt uns eh schon einen und geht voran. Wir sehen ja, dass 187 unserer Kollektivvertragsabschlüsse beispielsweise in Österreich schon verkürzte Arbeitszeitmodelle haben. Wir wissen aber vor allem eines: Wenn wir uns beschweren, dass wir zu wenig Menschen haben, die einen wichtigen Job machen, nämlich bedürftige Personen zu pflegen, beispielsweise. Hm, keine dass wir schauen müssen, dass wir Menschen äh, in diese Jobs bringen. Das mhm. heißt, wir müssen die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsqualität auch äh, verbessern. Du kannst äh, in einer so einer hohen Geschwindigkeit, die sie jetzt entwickelt hat, kein Marathon durchlaufen. Du kannst 100 Meter schnell laufen, du kannst sprinten, 200 Meter, du kannst vielleicht 300 Meter sprinten, aber dann geht da die Luft aus. Das heißt, du musst die Strecke verkürzen, wenn sozusagen die Intensität hoch ist. Das ist die Logik in der Arbeitszeitverkürzung und gleichzeitig zu schauen, dass man die Jobs attraktiver macht. Und wir haben Auswirkungen, wenn wir gesehen haben, wenn wir gewerkschaftlich durchgekämpft haben, beispielsweise in einem der kleineren Bereiche von der Pflege, wo man Reduktion ausverhandeln mit einer sechsten Urlaubswoche oder mit einer Reduktion wieder um zwei Stunden weniger Arbeitszeit, dass auf einmal 13.000 neue Beschäftigte in diesen Beruf gehen. Wie stehen die großen Arbeitgeber in Österreich zu diesem Projekt? Ähm, in Deutschland äh, sind sie nicht immer begeistert. Aber du wirst sehen, wir haben eine österreichische Schwerindustrie, wo die Arbeitgeber gemeinsam mit der Personalvertretung selbst schon Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn gleich machen, weil erstens Produktivität steigt, Arbeitszufriedenheit steigt, das Arbeitsklima steigt, die Krankenstände äh, äh, verringern sich, also es gibt volkswirtschaftlichen Nutzen. Und dann ein Argument noch dazu... Dass wir jetzt hier eine Situation haben bei dem hohen Arbeitsdruck, dass wir jeder dritte Arbeitnehmer in diesem Land aus einem längeren Krankenstand erst in das Regelpensionsalter kommt. Mhm. Das heißt, wir müssen schauen, dass der Druck rauskommt mehr Regenerationszeiten, ein paar Stunden mehr in der Woche durchschnaufen, mehr Zeit für Urlaub, für Familie, für Freizeit, mehr Familienzeit und gleichzeitig auch gesund in die Pension zu kommen. Und jetzt könnte noch ein Argument sagen, das ist natürlich auch damit zu tun, hat, dass Frauen sozusagen nicht strukturell in die Pensionsarmut kommen, dass sozusagen die Hürde, die sie nehmen müssen aus der Teilzeitbeschäftigung zur Anrechnung der Vollzeit, natürlich eine geringere ist. Und spricht eigentlich alles dafür, also wir sind ja eigentlich schon relativ langsam dran, aber wir werden es schrittweise machen über einige Jahre eingebettet, so wie damals äh, branchenspezifisch verhandelt. Wir fangen dort an, wo jetzt die Bedingungen am schwersten sind, beispielsweise L in der Pflege. Lass uns über ein Projekt reden, wo äh, in Deutschland sozusagen fast sehnsüchtig nach Österreich geguckt wird, der hohe Bestand ähm, an gemeindeeigenen Wohnungen. Wien ist ein äh, Beispiel. Ähm, da hat jemand aber, ich glaube, ein Wiener geschrieben, hat gesagt, was hältst du eigentlich davon, dass man in Wiener Gemeindewohnungen nur, dass man solche nur bei Bedarf bekommt. Sagt er, das ist ja eigentlich ganz gut. Aber Bedarf kann man auch als Einzelverdiener dann noch mit 4000 Euro haben. Ist das dann eigentlich noch gerecht? Ich kenne die Kriterien ehrlich gesagt nicht, aber ich mache es in meiner Stadt genauso, dass Gemeindewohnungen sind am Markt. Gemeindewohnungen mhm. haben den Vorteil, dass sie direkt steuerbar sind. Ich habe in meiner Stadt dreimal die Mietpreise ausgesetzt, habe sie finanziell auch gewichtet, dass die Menschen, die weniger verdienen, beispielsweise das ist sozialdemokratisch, keine Mietpreiserhöhung gehabt, habe dreimal ausgesetzt und die Menschen, die mehr verdienen, dann haben wir Mietpreiserhöhung bekommen, also nach Wertgrenzen. Und ich glaube, das ist eine sozialdemokratische Antwort, aber die Vergabekriterien der Wiener Gemeindewohnungen, weder Genossenschaftswohnungen kenne mhm. aber ich kann sagen, wie jeder gestalten würde. Und, gemein und gemeindeeigener Wohnbau äh, ist schon der Garant äh, sozusagen, dass die Wohnungen ja eigentlich der Öffentlichkeit gehören und der Garant ist, dass auch die nächsten Generationen einen Wohnbau haben, der nicht in Immobilienhänden ist und nicht am freien Markt spekuliert wird. Was hältst du von Klimaaktivisten? Sind Aktionsformen wie zum Beispiel Festkleben gerechtfertigt? Also die letzte Generation, Last Generation in Deutschland hat sich jetzt gerade von der Aktionsform verabschiedet. Ähm, aber ist das im Prinzip berechtigt, gerechtfertigt? Ich glaube, dass die, die, die Pointiertheit äh, immer ein Diskussionsthema sein aber nicht die Wichtigkeit. Ich bin ja auch in der Sozialdemokratie auch äh, sehr überraschend, dass jemand kommt, zu so wie ich, der dieser Prioritätssetzung, Kampf gegen die Erderhitzung als oberste mhm. Priorität zu sehen, einfach äh, einen starken Ausdruck verliehen hat. Weil ich glaube, ich, ich, ich sage es jetzt einmal so mit aller Ernsthaftigkeit: Wir haben Kipppunkte. Die uns alle, die sich damit beschäftigen, auch tagtäglich bescheinigen, die niemand wegdiskutieren In kann. In Österreich gehen die Gletscher flöten. Das ist das, was, was bildlich vielleicht noch mal ja. am deutlichsten spricht: Gletscher, die jedes Jahr Meter, zig ja. Meter verschwinden. Selbst wenn der Bundesregierung einmal irgendwann drauf kommen sollte, dass sie vielleicht jetzt doch etwas entschlossener Klimaschutz betreiben würde heißt Kipppunkt, dass es das nicht mehr zurückkommt. Gletscher werden nicht mehr wachsen, mhm. Wildtiere, die ausgestorben sind, werden nicht mehr zurückkehren, die Fauna, Flora, die sich verändert hat in der Allgemeinheit wird nicht mehr zurückkommen, weil Kipppunkte überschritten sind. Mit dramatischen Auswirkungen im Grundwasserspiegel, im Trinkwasserversorgung in vielen anderen Bewässerung von Feldfrüchten. Also es gibt Kipppunkte, die nicht mehr reparierbar sind. Deswegen wirbe dafür jetzt bei aller Prioritätensetzung, die man hat, Kampf gegen die Teuerung, alles wichtig, müssen wir machen. Es ist halt ein großes Aufgabenfeld, nicht zurück zu stören, den Kampf gegen die Erderhitzung. Ich brenne für dieses Thema. Ich bin, äh, und ich führe die Sozialdemokratie jetzt in ein neues Zeitalter, dieses Privileg, das die Sozialdemokratie hat. Nämlich, dass man den Kampf gegen die profitgetriebene Erderhitzung, die ja maßgeblich verantwortlich ist, auch als sozialen Verteidigungskampf sieht. Und das ist die Priorität und das Privileg, dass die Sozialdemokratie als einzige politische Bewegung hat, ist zusammenzudenken. Und für das Brennen. Und, 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 und du wirst mich sozusagen in jedem Format erleben, wo ich dafür werbe, auch politisch, alle Priorität auf die Lebensgrundlage zu erhalten. Wie pervers wäre sie ja eigentlich, die SPÖ, die geschaut hat aus den Schicksalen vor 140 Jahren, wie man die Arbeiter rausgeholt haben, nicht nur in den Fabriken geschaut haben, dass sie entlohnt werden, sondern dass sie nicht mehr das dreckige Wasser trinken haben müssen, dass sie aus ihren feuchten Lehmhütten rausgehen kommt, weil wir wollten, dass er die Lebensgrundlage der einzelnen Arbeiter gut ist. das gut ist. schon Wahlkampfrede? überhaupt nicht. Das ist meine tiefste, innerste mhm. Emotion, dass ich für das mit Leidenschaft, wie du siehst, werbe. Wie pervers wäre eigentlich eine Politik, die jetzt dann schaut, dass sie die Lebensgrundlage für alles sichert? Und es gibt da gemeinsames Interesse. Wir wollen einfach unserer nachfolgenden Generation und uns selber eigentlich jetzt schon in der Dramatik einen intakten Lebensraum garantieren. Wie pervers wäre das doch als Menschheit alles zu tun und um den nachfolgenden Generationen keinen intakten Lebensraum zu gestalten? Deswegen, wir wie du merkst, mit einer gewissen ja. Emotionalität für das Thema. Habe in der Sozialdemokratie durchgekämpft, hat sich schlussendlich auch durchgesetzt und ist ein neuer Kurs auch in der europäischen Sozialdemokratie, wo wir vorangehen in dem Thema. Letzte inhaltliche Frage. Wie stehst du zur Schuldenpolitik? Du weißt, in Deutschland haben wir die Schuldenbremse im Grundgesetz. Das ist eine heftige Diskussion, wie äh, gesellschaftlicher Umbau, Transformationen ähm, auch finanziert werden kann, habt ihr diese Problematik und Diskussion in Österreich auch. Zeitweise. Nicht mit der Aktualität, wie es Achim Truger hier durchkämpfen ja. muss, dass einer der Weisen, sozusagen, der eine klare Positionierung hat. Ich tausche mich mit Achim Truger zum Beispiel aus, auch ah, über ja. die deutsche Geschichte. Ich bin sehr stolz, dass ich sozusagen ihn auch öfters treffen kann und mich auszutauschen. Ich glaube, man muss volkswirtschaftlich einfach vorangehen. Ich glaube, dass es Zeiten gibt, auch in Krisen, wo zusätzlich investiert werden muss. Und ich habe diese Fragestellung, was Schuldenbremsen anbelangt, auch in den Detailprogrammen manchmal. Ich sage das jetzt auf ein Beispiel, wo vielleicht unsere Zuhörerinnen mitverfolgen können, wo immer die Frage kommt, was das kostet. Ich habe letztes Mal Beschäftigungsprogramme, Wiedereinstiegsbeschäftigungsprogramme für ältere Arbeitnehmer präsentiert. Das Geld, gibt es verschiedene Modelle bis zur Jugendarbeitsstiftungen über alle Generationen. Und dann fragt mich die erste Frage für Journalistinnen, was kostet das? Wer soll das finanzieren? Und ich habe sie anders beantwortet. Ich kann Ihnen sagen, 50.000 Arbeitslose kosten so und so viele Milliarden Euro, weil wir sie zahlen müssen, weil sie nicht konsumieren können. Wir sehen es doch anders. Wenn jemand Arbeit hat, muss man nicht die Arbeitslosigkeit finanzieren aus der Allgemeinheit und zusätzlich stärkt man auch den privaten Konsum, wo wir wieder mehr Einnahmen haben als der Steuer. Das heißt volkswirtschaftlich zu denken, wenn wir investieren müssen in der Krise. Ich habe das in meinem Wirkungsbereich immer gemacht, wenn die Teuerung kommen ist, dann habe ich Millionen freigegeben in meinem Wirkungsbereich, um kleinere und mittlere Unternehmen zu stützen und in, Sta und in guten konjunkturellen Zeiten einfach über die Mehreinnahmen der Steuerpolitik zu reüssieren. Klassisch Keynesianistisch, mhm. würde man sagen, aber ich bin gegen Schuldenbremsen in der Verfassung. Ist ja schwachsinnig, ich meine die Politik muss er eine Möglichkeit haben zu, zu gestalten. Ähm, ich glaube, dein nächster Termin, äh, das darf man sagen, ist bei der deutschen Sozialdemokratie, Friedrich Ebert Stiftung. Was können die deutschen Sozialdemokraten von dir lernen? Ich glaube, wir sind stark sozusagen im Austausch und voneinander zu lernen. Das ist eigentlich der bessere Begriff, der mir sympathischer ist. Und so wie es vor im Interview beschrieben habe, war, eine der Privilegien, die ich in meinem politischen Leben haben habe dürfen, ist eine internationale Politik aus verschiedenen Gesichtspunkten zu sehen. Und ich glaube, was wir miteinander lernen, und ich formuliere es absichtlich auch so passiv, ist, dass wir auch immer sehr stark waren, weil wir gemeinsam mit der Wissenschaft in einem Bündnis waren. Also als klassische Arbeiterbewegung, die man ja in der DNA und unseren Bewegungen auch parallel haben in der deutschen und in der österreichischen Sozialdemokratie, dass Sozialdemokratie schon immer sehr stark war, wenn sie mit der Intelligenz und der Wissenschaft auch tatsächlich gemeinsam sie austauscht. So ver verstehe ich das auch heute äh, später bei dem Termin, wo wir über europäische Wirtschaftspolitik sprechen. Ich werde den Fokus darauf legen, was auch äh, Tra Transformationsfonds anbelangt, also Trafus, die wirklich strukturell äh, Emissionen verhindert und äh, die erneuerbare Wende auch tatsächlich strukturell sicherstellen kann, ist mir ganz wichtig. Aber wir werden noch denken über Caring City-Modelle beispielsweise als, als sozialdemokratisches Gegenmodell ähm, zu all dem, was passiert äh, mit all den negativen Auswirkungen zur schwächelnden Infrastruktur im ländlichen Raum, der oft vergessen wird. Also schon auch über moderne Standardpolitik zu reden. Und ich glaube, wir tauschen uns aus. Ich bin nicht da, dass ich jetzt irgendwie mal einen Ratschlag geben über Politikfeld, wo ich mich nicht tagtäglich damit auseinandersetze. Andi, danke schön, danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ja, danke für die ähm, Antworten. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Ohne, ja, Geld ist wichtig, ohne die es dieses Format auch gar nicht geben würde. Das wisst ihr, wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss.